In diesem Video kannst du mir über die Schulter schauen bei einem Videoschnittprojekt. Und zwar ganz konkret handelt es sich hier um ein Kunstvideoprojekt für die Künstlerin Flada Hauser. Flada Hauser war vor einiger Zeit mal hier und da habe ich ihr gezeigt, wie man mit einem Smartphone professionelle Videos dreht. Nach meiner Schulung hier bei mir im Studio ist sie dann nach Frankreich gereist und hat mit ihrem Handy coole Aufnahmen gemacht, die ich ihr dann für ein fertiges Produktionsvideo entsprechend zusammengeschnitten habe. Soweit, so gut. Jetzt war Flada in Miami, um dort an einer Ausstellung teilzunehmen, wo sie selber ihre Kunstwerke auch ausgestellt hat. Und sie hat dort wieder entsprechende Videoaufnahmen gemacht mit dem Handy und hat mich gefragt, ob ich ihr nicht zeigen kann, wie man das Ganze professionell zusammenschneidet und wie man überhaupt so generell herangeht an das ganze Material, den ersten Schnitt macht und das ganze Video strukturiert aufbaut. Und darum geht es in diesem Video. Ich habe Flada zu Gast und zusammen zeigen wir dir jetzt, wie wir an so ein Projekt herangehen, wie wir den Videoschnitt durchführen und dann ein finales Ergebnis hoffentlich rausbekommen, wo Flada dann mitarbeiten kann. Das heißt, Ziel ist es, ein cooles Kunstvideo zu erstellen, was Flada dann in ihren Kanälen wieder verteilen kann. Auf geht's! Ja, hallo Flada, schön, dass du da bist. Hallo Rainer, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf und zuschauen. So, du hast ja schon einiges an Material mir jetzt zur Verfügung gestellt. Ich glaube, du hast jetzt hier insgesamt 108 Videos mir geschickt insgesamt. Das ist fleißig. Ja, Wahnsinn, ja. Ne? Das ist schon ordentlich was. Und bevor wir jetzt anfangen, wir wollen ja erstmal eine kleine Geschichte erzählen mit dem Video, soweit es möglich ist. Das heißt, wir müssen nachher bei der Schnittauswahl gucken, dass wir das so zusammenkriegen, dass vielleicht eine kleine Geschichte transportiert wird. Und bei einer Geschichte kommt es ja auch immer auf die Musik an. Und ich habe jetzt ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe mir schon mal so ein, zwei Stunden auf meinen verschiedenen Musikportalen, ich habe mal so ein bisschen Musikstücke angeschaut, bevor wir jetzt hier eine Stunde sitzen und überlegen, welche Musik wir wählen. Und ich habe hier mal in die engere Auswahl, habe ich mir jetzt mal so zwei, drei Titel geholt. Ich spiele es nur mal an und du sagst mir, was du davon hältst, von der Art her, ne? Vom Stil her. So. So ein bisschen so chillig. So ein bisschen so, ne? Das war die eine Musikrichtung und die andere ist halt noch ein bisschen. Ein bisschen heißt auch Miami, das Lied. Wäre das so eine Richtung, wo du sagst, das geht schon in die richtige Richtung? Also die zweite ist es so. Die zweite ist es diese Richtung. Das hier? Genau. Das findest du gut? Aber ein bisschen schneller ist schon, ja, nicht so Entspannung, weil Entspannung war das doch nicht ganz so. Genau, du hast auch in deiner Moderation gesagt, Miami ist alles sehr schnell. Ja. Und deswegen ruhig ein bisschen, ja, bisschen Action. Ja, so ein bisschen. Das Lied kommt mir auch sehr entgegen, weil das Schöne ist, aufgrund dieser knackigen Beats kann man natürlich auch wunderbar beim Schnittern drauf eingehen. Also einigen wir uns so ein bisschen auf dieses Lied. Ne? Mhm. Okay, dann haben wir schon mal das Lied gefunden, das heißt Miami. Das wollte ich vorab klären. Jetzt fangen wir an, wir sind ja in Final Cut und wir eröffnen ein neues Final Cut Projekt. Das nenne ich jetzt mal Flada in Miami. So, beim Projekt wähle ich jetzt erstmal die Einstellung aus 4K, Apple ProRes in HQ in hoher Qualität. Das sind erstmal so die Standardprojekteinstellungen. Und jetzt habe ich erstmal ein komplett neues, leeres, freies Projekt. So, und meine Projekte baue ich in der Regel immer so auf, dass ich einen Textblock habe, der heißt, der sollte eigentlich heißen Balken Schwarz, genau, oder Kinobalken Deacons. Das ist einfach nur ein Filmschnipsel, der schwarz ist. Einfach nur ein schwarzer Hintergrund. Hat den Vorteil, dass ich damit die magnetische Timeline von Final Cut aushebele, weil das Problem ist, wenn ich sonst hier Clips anordne und ich lösche was weg, dann zieht er alle Clips, die quasi dahinter sind, nach vorne. Und dann passt das nicht. Genau, dann lösche ich einen Clip und alles ist aus dem Takt. Und wenn ich ein Projekt aufbaue, mache ich das in der Regel so. So, dann haben wir uns jetzt hier auf das Lied geeinigt. Miami hieß es, glaube ich. Das ist der Musikclip, den ziehe ich jetzt erstmal da drunter. Also Grundspur ist hier einfach erstmal der schwarze Balken. Musik ist bei mir immer drunter und darüber kommen dann nachher die Videoclips. Das Lied ist jetzt 2 Minuten 45 lang. Da müssen wir halt mal schauen, ob die Länge jetzt perfekt ist oder ob wir da noch was schneiden müssen. Aber wir müssen ja erstmal so einen Grund haben. Also wir haben uns für dieses Lied jetzt hier entschieden. So, und jetzt geht's los mit den Clips. Du hast einiges aufgenommen. Warte,
der Suchbegriff hier raus. Und jetzt müssen wir erstmal einen Anfang finden. Das ist ja das Schwierige, überhaupt aus diesem ganzen Material jetzt erstmal was zu finden. Und Thema Storytelling. Ich versuche ja immer so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen und jede gute Geschichte hat ja immer so fünf Elemente. Eine Einleitung, ne? Erstmal, dass wir in diesem Falle, wo bin ich, zeigen, Miami, pulsierendes Leben. Dann so die aufsteigende Handlung, ne? Worum geht's? Das wäre zum Beispiel super, dass du da ein bisschen vielleicht dann die Moderation mit eingespielt kriegst. Dann gibt es den Höhepunkt, das ist in diesem Falle dann die Kunstausstellung, wo du gewesen bist. Die abfallende Handlung, das ist dann so ein bisschen nochmal das Rundherum zeigen, nochmal so ein bisschen Miami Life, sag ich mal. Und zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen was Emotionales, so ein Ausblick. Vielleicht, ich habe gesehen, da hast du Szenen, wie du aufs Meer schaust nochmal oder sowas, sowas stelle ich mir da vor. Dass man so eine Grundstruktur reinkriegt, so eine Geschichte. Weil das ist immer das Schwierigste beim Videoschnitt, bei dem ganzen Material erstmal anzufangen. Ne? Und ja, wie würde ich jetzt anfangen? Also ich würde jetzt erstmal anfangen mit der Eröffnungsszene Miami. Ne, wo bin ich? Zum Beispiel sehe ich jetzt hier Aufnahmen von Miami. Ne, das ist jetzt so die Fahrt nach Miami. Die Kamera schief gehalten, könnte man jetzt als Stilelement nehmen. Ich könnte es aber auch gerade drehen, aber vielleicht ist das ja gerade cool, das schief zu halten. Mhm. Mal gucken, ich ziehe das jetzt einfach mal hier runter. Mhm. Ja, habe ich auch so gedacht, weil diese Sache, ab und zu ist es interessant, dass es Action gewisse, da ist nicht immer so alles gerade. Genau, ne, da, hier sehe ich zum Beispiel auch noch so, ich würde doch sagen, wir fahren erstmal nach Miami. Mhm. Na, also ich guck mal, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Sequenzen jetzt hier raus. Und zieh die alle mal in eine Timeline. Du siehst, ich kann die einfach irgendwo hin platzieren, ohne dass jetzt irgendwie, was weiß ich, hier was verrutscht. Die Musik oder den Ton mache ich aus, ne? Weil der ist ja bei jetzt... Bei jedem immer, ja. Genau, weil mache ich bei jedem aus, weil das ist ja jetzt störend. Ne? Die Hauptmusik mache ich auch erstmal leiser, weil die in der Regel immer viel zu laut ist. Die mache ich mal so auf minus 8 erstmal. Ne? Erstmal nur so vorab. So, jetzt fangen wir hier an. Wir gucken mal. Die Musik machen, das ist so minus 4. So. Okay, man fährt also nach Miami. Das ist jetzt ein Clip, der ist jetzt aufgenommen. Hier oben rechts sieht man das in 4K mit 60 Frames per Second. Das heißt, ich habe also die Möglichkeit, hier auch Slow Motion zu machen, ne? Oder ich kann hier auch entsprechende Geschwindigkeitssachen machen. Mal gucken. Ich weiß es aber noch nicht, weil ich muss ja jetzt erstmal gucken, was du noch für Clips hier so hast. Also das wäre jetzt so irgendwie was mit Anfang. Ich würde es jetzt erstmal so hinplatzieren. So, und nach einem kleinen Intro, bevor es dann richtig losgeht, bei der Musik, hör mal, ne, so ein bisschen Anfang und jetzt geht's los, pass auf. Jetzt kommt, ja, noch nicht, wo der Beat einsetzt, das interessiert mich jetzt. Ab dann muss nämlich ein bisschen Action kommen. Das ist noch der Anfang, warte. So, hier setzt der Beat ein. Bewegung vielleicht, wie man genau, läuft, also noch. Das heißt, ab diesem Moment, das ist jetzt so bei 30 Sekunden, würde ich da ein bisschen Action machen. So, und das ist jetzt die Einführung. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie ja einen Hinweis, wo ich bin und warum ich da bin. Und da hast du ja hier oben schon eine Anmoderation gemacht. Einmal hast du hier im Studio moderiert, also in dem Studio, wo ihr da ausgestellt habt. Und dann habe ich hier eine Moderation auf der Straße und die hört sich so an. Du hörst Nebengeräusche, leise Stimme und ja. Obwohl du ein externes Mikrofon drauf hattest, ne? Miami war total schwer. Es war laut, ne? Immer laut, immer. Nach 8 am Tag eigentlich. Aber es gibt ja künstliche Intelligenz und ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar von Adobe gibt es eine Konverter-Software, wo man einfach jede Audiodatei drauf spielen kann. Und dann wird es konvertiert. Und da habe ich da schon diesen Clip hier. Und der klingt dann nämlich plötzlich so. Welcome Miami. Welcome, change, welcome. Hast du das Adobe gekauft dann, ja? Bitte? Das zum Kaufen. Nein, das ist umsonst. Das ist umsonst. Das geht adobe.podcast.com ist das. Kommen hier wieder. So, und welcome hier vorne. Miami, welcome, change. Das finde ich doch ein super Anfang. Welcome, Miami, welcome, change. So, kurz und knackig. Wir wollen ja die Leute unterhalten. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Und baue das hier ein. Und zwar, ich will nur den ersten Satz haben hier. Okay, jetzt habe ich hier in diese Timeline, ich ziehe da nach oben. Welcome Miami, welcome change. Na, also das wäre, also ich würde die Musik da noch ein bisschen leiser machen, aber du begrüßt die Leute und jetzt möchte ich Action sehen. Ne? Das heißt, vorher so ein bisschen
Wir fahren langsam nach Miami hin, ne? Ist ja so ein bisschen gechillt. Da würde ich jetzt aber auch sehen, dass die Clips nicht zu lange sind. Erstmal gucken, wo fange ich denn an? So, ich wackel hier ein bisschen mit der Kamera. Ab hier würde ich sagen, fange ich an. Ich ziehe den also entsprechend so, ziehe den an Anfang. So, jetzt fange ich an. Und jetzt würde ich bei dem Beat vielleicht wechseln. Erstmal zoome ich hier ein bisschen ran, dass ich hier ein bisschen näher dran bin, ne? Dass ich einfach die Clips ein bisschen besser sehe. So, also. Okay, da fängt die Musik erst noch mal gar nicht am Anfang an. Ich würde es schon so schneiden, dass die Musik direkt anfängt. Also. Und jetzt würde ich beim nächsten Beat vielleicht wechseln. Jetzt ist die Frage, wechsle ich von da nach da? Da sieht man halt Port Miami da so schön, ne? Finde ich eigentlich ganz nett, ne? Diese Sequenz. Also du kommst quasi in die Stadt reingefahren, ne? Ne, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und jetzt wieder Kit, ne? Und jetzt hier wieder weiter cutten. Jetzt gucke ich mal, was gibt es hier noch? Exakt auf den Beat anpassen kann ich nachher noch machen. Mir geht es jetzt erstmal darum, genau, so einen Grobschnitt zu machen. Ne? Andere Leute gehen jetzt anders vor als ich. Also viele gehen jetzt so davor, die sagen einfach, komm, ich nehme mir alle Videos, die ich hier habe, markiere die alle, pack die alle in die Timeline, schau die der Reihe nach durch und schneid mir dann immer zurecht, was gut ist. Dann sortiere ich die irgendwie, wie ich es mir vorstelle und schneide nochmal weiter im Detail. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich möchte gerne intuitiv direkt ein Ergebnis haben. Hat natürlich jetzt den Nachteil, im Zweifel sehe ich gleich noch einen Clip, der viel besser ist, aber dann tausche ich den damit aus. Ne? Aber dass ich erstmal vorankomme. Mir gefällt sehr dieser Ansatz, wie du jetzt beginnst und vor allem intuitiv zu arbeiten. Genau, ne? Das finde ich. Das ist besser, als wenn ich dann kann ich lieber mal was vergessen, aber dann kann ich später austauschen. Ne? Hier hinten den Clip nehme ich nochmal mit. So ein bisschen, ich will ja jetzt das Miami Lifestyle Feeling so ein bisschen. Ne? So, und jetzt ist die Kamera ja ziemlich schief, würde ich sagen. Ich finde, da ist sie jetzt gerade einigermaßen. Hier ist sie ziemlich schief. So stürzend so ein bisschen. Das heißt, ich sehe mal zu, dass ich den Horizont ein bisschen gerade kriege. Und transformiere das Bild so ein bisschen. Kurz in der Darstellung gehe ich ein bisschen runter, dass ich das einfach hier so auf die Ecken so zoomen kann, dass es ganz im Bild ist. Ne? Schön ist auch Kamerabewegung. Hier von links nach rechts, siehst du? Und da auch. Also ist ein fließender Übergang. Das ist flüssiger, als wenn jetzt das in die entgegengesetzte Richtung gehen würde. Nur mal zur Demonstration. Ich sage jetzt mal Clip umkehren bei dem ersten. Du siehst jetzt umgekehrt. Pass mal, okay, die Autos fahren rückwärts, aber du siehst, das ist nicht so stimmig. Ne? Also. Miami-Feeling, ne? Okay, die Kamera ist schon wieder schief. Ich muss noch ein bisschen kippen. So. Dann verliere ich natürlich ein bisschen was vom Ausschnitt. Aber ich finde, in diesem Falle muss die Kamera gerade sein. Das sieht einfach wertiger aus. Man kann sie schief halten, finde ich, aber dann muss man sie auch bewusst richtig schief halten. Ne? So, hier, ich würde sagen, wir machen das ab hier vielleicht. Nur ist auch viel zu lang, der Clip hier. Gucken wir mal, was wir noch haben. Ne? Schön. So, war da hinten noch was? Na, das war ja deine Anmoderation. Das heißt, wir haben jetzt hier noch diesen Bereich von da nach da. Also ich habe jetzt hier noch so ein paar Sekunden Zeit, um erstmal Miami-Stimmung aufzubauen. Ne? Was habe ich denn noch hier von Miami? Hier geht es ja schon so Richtung Abend. Und das ist natürlich wunderbar, um gleich zu deiner Anmoderation zu kommen. Das würde ich nämlich direkt integrieren. Ich würde jetzt so langsam von Tag nach Abend so den Switch dann machen. Aber erstmal gucken, was ich noch für Tag sehen habe. Und hast du dir vorher schon ein paar Tage vorher Gedanken gemacht? Ich habe mir deine Clips nur oberflächlich angeschaut, also noch nicht richtig ins Detail, aber ich habe halt gesehen, dass du Clips am Tage geschossen hast. Du hast Nachtclips, du hast so Partyclips und dann die großen Clips jetzt im Bereich Kunstausstellung. Und dann habe ich mir eigentlich, dann weiß ich, ich habe diese Blöcke, ich habe Tag Miami, ich habe Nacht Miami, ich habe Kunstausstellung. Und dann habe ich mir einfach nach diesem Thema des Storytellings überlegt, so ey, wie geht man da ran? Und deswegen die Idee, man kommt erstmal in Miami an. Du begrüßt die Leute,
Dann zeige ich mal noch ein bisschen von dem pulsierenden Leben von Miami. Und dann eben, ne, geht es um die Kunstausstellung und dann noch so ein bisschen so zum, dann redest du ja noch eine ganze Menge. Du musst ja, wir wollen ja noch ein bisschen Moderation reinbringen. Das heißt, dann würde sehr wahrscheinlich ein Moderationspart kommen, wo auch immer mal wieder Bilder gezeigt werden. Also nicht nur, dass man direkt nur deine Moderation sieht und ja, und dann so ein bisschen auslaufende Handlung. Aber wichtig, nicht zu lang. Ne? Die Leute sollen ja sagen, cool, schaue ich mir gerne noch ein zweites Mal an. Ne? Also, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt intuitiv dabei, erstmal die richtige Struktur zu machen. Ne? Also, ich habe es gefragt, nur um zu wissen, wie du getickt hast, weil bei 102 Clips kann man nicht jeden einzeln anschauen. Nee, habe ich auch nicht. Aber ne, sehe ich zum Beispiel jetzt hier dieses Auto. Ne? Das ist doch geil. Das ist für mich Miami. Ist doch super. Ne? Also das heißt, wenn wir den jetzt mal hier reinnehmen, das Geräusch vom Auto können wir später noch nachträglich hinterlegen. Deswegen mache ich es erstmal aus. Ne? Das ist doch cool, ne? Mhm. Die Karre wäre doch zum Beispiel schon... Ja, das ist doch schon ganz cool. Sogar in derselben Richtung, ja. Ja, ne? Guck mal, und dann... Ja, also die Geräusche mache ich erstmal alle aus. Da gucken wir nachher, was wir brauchen. Also Sounddesign ist ja nochmal ein anderes Thema. Da ist der Wagen normal, glaube ich, ne? Oder ist das ein anderer? Doch, das ist dasselbe, aber von... Seite von anderer Perspektive. Gucken wir doch mal, wie das wirkt, wenn wir den hintereinander schneiden würden. Wirkt das oder ist das zu viel? Moment. Und da ist der Beat hier unten. Ich würde es vielleicht direkt auf den Beat dann machen. Und dann beim nächsten Beat. Na, also hier. Das passt eigentlich ganz gut mit diesem, und da würde ich so ein Wackelgeräusch noch reinbauen, ne? So, ne? Mhm. Da sieht man so ein bisschen die Autos und jetzt würde ich, glaube ich, langsam so zum Abendleben schon hingehen. Ich habe gesehen, wir müssen dich ja jetzt erstmal reinbringen. Ich habe irgendwo einen Clip gesehen, da läufst du, glaube ich, da entlang, genau. Und da interagierst du so ein bisschen mit der Säule da. Gucken wir mal, wo kommst du denn her? Den Clip gucke ich mir mal an. Du stehst da. Guckst so ein bisschen ehrfürchtig in Miami rum, siehst so ein bisschen verloren aus, hältst dich an der Säule fest. Okay. Ja, das ist so viel gemalt, ja. Dass man überlegt, wo beginnt man. Ja, genau, ne? So ein bisschen überfordert noch. So, da läufst du her. Das wäre, glaube ich, guck mal, das heißt, du kommst in Miami an und bist vielleicht erstmal überwältigt von allem. Das finde ich ganz gut. Das stimmt auch, ja. Ja, ne? Das finde ich, konnte man da ganz gut sehen. Vielleicht ist das ja sogar der, guck mal, das ist doch ein schöner Shot. Gucken wir mal nur, wie würde der denn hier nachwirken? Ist das zu hart? Da würde ich auf jeden Fall dann einen schnelleren Move machen. Vielleicht, dass man so zack bis nach dahin schnell macht. Dann mache ich eine Speedramp. Ich lasse diesen Teil hier schnell machen, zum Beispiel mit doppelter Geschwindigkeit. Ne, das ist zu langsam. Machen wir mal die vierfache Geschwindigkeit. Ja, und jetzt wäre wieder der Beat-Drop. Jetzt. Man könnte direkt jetzt das machen, wo du da an dem Pfeiler da stehst vielleicht. Warte mal, mal gucken. Das ist ja jetzt das, ne, man, es ist ja nicht alles sofort immer richtig. Ne? Man versucht einfach erstmal durch Machen und Tun. Also ich finde, das ist ganz toll, dass man das sehen kann. Auch wie du sagst, okay, hier mache ich schnell und wenn man dann auch genau sieht, was drückst du da dabei, wo gehst du schneller, das ist ganz wichtig für Anfänger, finde ich. Das finde ich ganz gut, guck mal hier, da gehst du da hinten weg, ne? Eigentlich ganz witzig, du gehst weg und plötzlich stehst du wieder vorne. Das ist gut. Finde ich gut, ne? So, und jetzt brauche ich noch ein bisschen Nachtleben, bevor die Moderation da hinten losgeht, weil, ne? Ne? Das ist noch so ein bisschen was, so das Verträumte, lost noch ein bisschen, bevor es dann losgeht. Ne? Die Frage ist, ob das zu spät ist. Ich überlege gerade, ob wir diese Sequenz vielleicht weglöschen. Weil eigentlich finde ich, muss jetzt schon was kommen, ne? Ja. Hier ist ja auch... Dass man zu lange ist bei... Genau, dann machen wir es doch mal so. Ich ziehe das doch jetzt mal nach dahin. Gucken wir noch mal, was passiert. Welcome Miami, welcome change. Ja? Dann wieder weiter. Würde ich jetzt noch einen kleinen Soundteppich nachher drunter legen?
Ne? Guck, du guckst. Welcome Miami, welcome change. Ne? Und jetzt geht's los. Ne? Mhm. Sonst ist es zu lange. Ne? Also ich finde das schon. Mhm. Gucken wir uns doch erstmal nur den Anfang an. Da vorne fehlt übrigens noch ein Element. Gucken wir. Die Frage ist, ob man das in voller Geschwindigkeit laufen lässt oder ob ich jetzt hier sage, automatische Geschwindigkeit. Habe ich ja einen längeren Clip, um einfach wirken zu lassen, dass wir in Miami sind. Weißt du, dann würde ich schiebe das mal hier hinten hin. Guck mal, was jetzt ist. Ne? Dann siehst du halt das Miami besser. Mhm. Ob das, oder ist das warte zu langsam? Und vorher? Wie war das vorher? Ja, warte. Vorher war es so. Okay, das ist ein bisschen schneller. Du, ich glaube, das kann man jetzt nicht sagen. Das muss noch mal in Gesamt sehen. Ja. Ob man das eher schneller braucht gerade oder im gesamten Film eher dann doch langsamer. Genau, deswegen lasse ich es. Ich lasse es erstmal langsam drin. Ne? Vielleicht habe ich ja auch noch tolle Bilder, die ich dann gleich für den Anfang nehmen kann. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt mein erster Shot ist. Aber ich gucke einfach mal, was wir noch so haben nachher. Ne? Aber ich gucke noch mal jetzt eben. Das sind Nachtaufnahmen, sehe ich hier. Das waren Nachtaufnahmen. Ja, da kann ich gleich wieder weitermachen. Miami sind für mich natürlich auch Palmen immer, ne? Genau. Also die Frage ist, ob man sowas dann am Anfang auch schon noch irgendwo unterbringen sollte, ne? Vielleicht sollte man das dann auch mit schneller Geschwindigkeit. Ja. Mal gucken, ob es zu schnell ist. Na? Vielleicht kann man das ja kombinieren, naja, irgendwo. Das finde ich gut, so eine Sequenz. Nach diesem Start, da ist schon Palmen, das passt gut. Vor diesem. Vielleicht, genau, vielleicht dann sogar das irgendwie noch dabei. Oder ist das, ja, wir sind ja im Stadtbereich, das ist schon, aber Palmen gehören trotzdem dazu. Na, das, du siehst, ich variiere dann immer noch, ne? Na, ich finde, es gehört dazu. Miami sind für mich Palmen, ne? Passt auch, Bewegung von. Ja, Moment, ich bewege mich jetzt. Ja, umgekehrt. Das ist umgekehrt. Gut, dann Clip umkehren. Finde ich gut mit diesem, mit dieser Sequenz. Und da kann man natürlich noch einen entsprechenden Sound nachher reinpacken. Ne? Jetzt wird es auch Zeit für die Eröffnung, würde ich sagen. Ich überlege, ob wir es noch früher machen. Guck mal, ob wir es hier schon machen, weißt du, ne? Ich glaube, wir machen das umgekehrt. Aber andererseits, wenn wir jetzt direkt das auf krasse. Das war gut. Ich fand, das war gut. Ja, weil sonst sind wir schon sofort bei Nacht. Ja, gucken wir mal. Das finde ich auch sehr interessant. Welcome Miami, welcome change. Ja, finde ich gut. Du hängst mal mit dem Kopf etwas weit nach unten. Ich würde gerne noch ein bisschen das Framing ändern, dass du ein bisschen nach oben kommst. Dass es ein bisschen stimmiger aussieht, dass man trotzdem noch ein bisschen von der Graffiti-Wand sieht. Ich finde das so besser, dass du nicht so viel Luft über den Kopf hast. Welcome Miami, welcome change. Ne? So, so weit sind wir schon. Wir haben die ersten 23 Sekunden geschafft. Fast fertig schon. Nee. Gucken wir mal weiter. Was ist das? Das sind jetzt so Nachtaufnahmen noch. Gut, das kann man ja schon mal. Ich setze es erstmal nur so rein. Ich guck mal, das finde ich auch spektakulär. Hier hast du aber das Problem natürlich sehr viel Rauschen. Ne? Das kann man eventuell noch rauskriegen, aber. Nee, der Shot gefällt mir nicht. Den finde ich eigentlich noch ganz spektakulär. Den würde ich, glaube ich, sogar schneller machen. Obwohl. Das ist praktisch diese Wand, wo man hier läuft, ist in der Nähe. Siehst du? Dieselbe Gesicht. Dann habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. Ja, hier, also generell, das sieht toll aus. Also ich nehme jetzt einfach erstmal ein paar Clips hier ohne rein. Ohne Ende das auch. Ja, das nehme ich jetzt erstmal rein. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen Action reinkriegen. Mal gucken bei dem Beat hier. Das würde ich schon am Anfang machen. Ich glaube, ich würde relativ schnell mit Welcome Miami ein bisschen Action machen. Ja. Und dann weißt du, was mir auch gefällt? Dass man in den Nachgekommen ist und irgendwann kommt man auf die Ausstellung. Ja. Und dann hat man Gefühl, dass Ausstellung hat eigentlich mit der Nacht stattgefunden. Richtig. Weißt du? Das finde ich interessant. Das war nämlich so meine Idee, weil ich habe gesehen, dass du irgendwo die Ausstellung gefilmt hast, wie du da reingehst und dass du deine Hand gefilmt hast, wie du in die Ausstellung reingehst. Da.
Und das ist ja nachts offensichtlich, ja, ist schon, ne? Spät gewordenes, ja. Und das kann ich, würde ich sagen, das kommt dann, ich nehme das schon mal mit, das wäre so der Beginn der Ausstellung, dass man dann irgendwann... Das wird richtig spannend. Ne, dass man, und zwar habe ich gesehen, dass du, ich springe halt so ein bisschen, aber ne, man sieht hier die Ausstellung so ein bisschen, finde ich toll. Was ist besser? Da gibt es nochmal was. Das finde ich auch gut, aber ist halt wieder ein bisschen schief. Aber man kommt halt so hin, ne? Man kommt zu der Ausstellung hin. Mal gucken, ich nehme mal alles mit, was wir so haben. Vielleicht kann man ja das wieder, das würde ich, ich würde es gerade machen, glaube ich. Und ich finde es gerade besser. So. So, dann ja, die, aber eins von beiden, ich glaube. Obwohl, da sieht man das Galeria das ist Azur. Schlecht, ja. Vielleicht, so, vielleicht ich weiß nicht, eine Speedramp, wenn man sagt schnell. Ich weiß nicht, ob das doof ist. Nee, ist doof. Weil dann zu die kurz, Leute so. Ja. Ja, gut, aber es wird dann schneller und dann vielleicht da rein, weißt du? Und dann, vielleicht mich auch dann schneller. Ja. Dass es schneller ist. Dass das schnell nicht zu kurz ist. Genau, erst schnell so. Genau, da mache ich jetzt den Anfang. Mache ich schnell. Diesen Bereich mache ich jetzt schnell. Schnell auf viermal. Nur mal gucken, wie es ist, so, weißt du? Ist nicht schlecht, finde ich. Und dann geht halt der Blick nach oben. Den würde ich dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen schneller machen. Obwohl dann rennen die Leute schnell. Das würde ich doch, nee, das ist doof. Aber ich glaube, ich würde hier jetzt auch noch mal vielleicht schnell machen, bis dahin. Und zwar ganz schnell. So, soweit sind wir jetzt schon mal mit der Grobstruktur, also ganz grobe ganz Struktur. Toll. Gefällt mir. Also hier kommt das gleich noch so ein bisschen, aber man sieht schon, wo die Reise hingeht so ein bisschen. Ne? So, hier so. Miami, welcome change. Warte. Ich glaube, das würde ich hier hinten machen. Und dann ne, mit dem Rhythmus nachher muss ich gucken, ne, das ist halt, dass man das so rhythmusmäßig hinkriegt. Also wir müssen quasi diesen Bereich hier, diese Lücke von hier nach hier noch mit stimmungsvollen Nachtaufnahmen füllen. Aber können wir erstmal weiter gucken? Nochmal ganz kurze Frage. So, warum hast du zum Beispiel hier hoch oben Clips. Was bedeutet das nochmal? Warum nicht hier oben? Weil dieser Clip länger ist und nicht hier reinpasst. Wenn ich den ein bisschen kürzer mache, rutscht er nach unten. Aha. Wenn der länger ist, überlagern sich die Clips und es wird immer der oberste Clip ausgespielt. Das heißt, wenn der Clip hier unten noch so lang wäre, wird von diesem Clip nur das Audio gespielt. Okay, du hörst also noch die Moderation. Okay, du siehst aber das andere gesagt, Bild. In der Akademie, genau. Dieses Schnitt. Diese. Genau. Ja, und so ist es dann einfach. Aber generell ist es halt so, oberhalb des schwarzen Balken hier ist, habe ich einmal die Videoclips und unten drunter dann die Audiodateien. Ne? So, gucken wir einfach mal. Ja, Miami bei Nacht. Ich brauche jetzt erstmal Nacht-Action. Du hast ja gesagt, welcome Miami. Jetzt muss auch was passieren. Vielleicht diese, genau, oder hier unten auch. Das ist vielleicht... Sowas, ne? Ja, ich finde auch ein bisschen mehr so jetzt mal in die Richtung. Musik wieder raus. Welcome Change. So, bei diesem Beat hier. Dem hier. Da muss es losgehen. Welcome Miami, welcome Change. Ja, da sagst du noch was. Ich würde den Beat ein bisschen. Warte. Das ist wirklich der Beat. Ja, ja, ne? Und jetzt wieder nächster Schnitt bei dem nächsten Beat. Da könnte man dann ja zum Beispiel das nehmen. Obwohl, ne, da würde ich erst nochmal. Hier sind wir ja beim Nachtleben hier. Was haben wir denn noch? Dieses Auto finde ich wieder ganz cool. Ist nicht ne? schlecht, finde ich auch. Mal ein bisschen Wärmematerial, mal ein bisschen was reinpacken. Ja, das ist so ein bisschen Stimmungs. Aber mal gucken, wie viel ist denn von dem Auto zu sehen? Nicht viel, leider. Guck mal, ja, so, langsam? Du machst es langsam, ja. Na, weiß ich noch nicht. Langsam eigentlich jetzt nicht, weil jetzt ist ja eigentlich ein bisschen Action angesagt. Und jetzt
würde ich bei diesem Beat schon wieder den nächsten Schnitt machen. Das heißt, mal gucken, was haben wir denn noch alles. Wir haben pulsierendes Nachtleben von der Palme. Vielleicht kann man da ja irgendwie was Schnelles erstmal machen. Warte mal, ich schiebe das mal zur Seite. Dass man quasi wieder einen schnellen Schnitt macht bis hier erstmal und da wieder dann auf langsam vielleicht geht. Dass man wieder das unterteilt. Den Bereich irgendwie mit, warte, schnell 20. Nur mal gucken. Also wie gesagt, ich bin selber noch ein bisschen am Probieren. Und diesen Bereich da hinten, warte mal. Mal gucken, wie wirkt denn das so. Ja, schon sehr schnell. Da will ich ein bisschen mehr machen von dem hier. Vielleicht das jetzt mal in Slow Motion. Vielleicht das jetzt in 50%. Ne? Aber den Beat schon wieder weg. Einfach mal, es geht mir darum, jetzt ja die Stimmung zu. Ach, weiß ich noch nicht. Warte mal, ich glaube, hier muss ich das machen. Da gefällt er mir besser, dieser, der mit dem Runterziehen, ne? So als. Warte, was ist das? Kann ich den nur mal eben hören? Ja, das ist so ein bisschen so der Stimmungswechsel jetzt in dem Lied. Mal eben hören, wie das Lied weitergeht. Warte. Ah, guck mal hier. Jetzt kommt der Chill-Out-Part. So, der Chill-Out-Part ist doch perfekt für die Ausstellung. Mhm, das stimmt. Ne? Also, ist jetzt die Frage, gehen wir vorher schon rein? Oder, ne? Also, wir gehen rein quasi. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen von Street-Art zeigen. Vor der Ausstellung. Ja, wir haben sehr wenig gezeigt. Ja, genau. Dann würde ich doch sagen, pass auf, dann machen wir das. Ja. Ne? Passt gut. Dann haben wir nämlich noch hier Platz für Street Art. Und auch generell muss ich ja hier nochmal ein bisschen schauen. Ne? Und du siehst, ich springe immer wieder ein bisschen hin und her, aber dass ich so ein Gefühl dafür kriege, dass das Gesamtpaket so stimmig ist. Weil ich glaube, dass das Tempo von so einem Video ist immer entscheidend dafür, wie es letztlich dann bei den Leuten ankommt. Das muss alles passen, ne? Dass man nicht so Längen drin hat oder Sachen zu kurz sind oder zu lang. Da bekommt man, glaube ich, immer nur ein Gefühl für. Im Zweifel, wenn du das Video 100 Mal anguckst oder so, ne? Welcome Miami, welcome change. Vielleicht schon eher ein Wechsel, ne? Weißt du, und jetzt schon ein Wechsel, vielleicht ist es schon zu langsam. Ne? Ich würde es, glaube ich, so machen. Und jetzt das Nächste. So, was wäre das Nächste? Was haben wir denn noch? Zum Beispiel sowas oder ja, irgendwas mit Bewegung. Mal gucken, was haben wir noch für Nachtaufnahmen? Oh, das war auch gut. Das ist gut, aber das wäre für mich, glaube ich, was zu mehr so passend. Obwohl der Schluss ist im Hellen. Ne? Man muss ja wegen der Tageszeit. Ne? Obwohl? Ja, wohl, wir sind jetzt in der Stadt drin. In der Stadt, das passt nicht, genau. Genau, nee, so sehe ich auch. Das ist vielleicht am Ending geht, wenn man braucht. Guck mal, hast du noch mehr Nachtaufnahmen? Ja, die Kneipe weiß ich noch nicht so richtig. Ja, ist schon Tag, genau, ist Tag. Was haben wir denn noch an Nachtaufnahmen? Das war Tagaufnahmen. Auch sehr schönes Konfetti. Ein bisschen Graffiti. So, was haben wir noch hier oben? Wir haben noch. Das finde ich natürlich auch schon so ein bisschen, ne? Dieses Pompöse, ne? Das finde ich da auch eigentlich toll. Das musst du auch irgendwo hin mal gucken. Ja, in Details, ja. Das gefällt mir auch. Ne? Muss ein bisschen schneller gehen. Von der Straße, in Details von Auto, in Details von Architektur. Auch vielleicht wieder schneller, weißt du so. Und jetzt mit einem Switch nach dahin. Das heißt hier wieder Tempo 20. So, hier hältst du die Kamera gerade, da oben ein bisschen schräg. Ist egal, kann man erstmal mit leben. So, jetzt hast du hier nochmal das Wasser von Namen aufgenommen. Ich glaube, das ist aber dann zu viel, oder? Ich denke auch, dass das einmal reicht. Ja, ich glaube, das ist halt ja nur ein Wasser irgendwo. Aber hier mit dem blauen Licht, das passt ja eigentlich ganz gut. Danach, ja. So, wieder unten gucken, wie viel Platz habe ich hier noch? Ach, guck mal, ich habe ja noch Platz. Ich kann ja, das schiebe ich erstmal nach hinten, dass ich jetzt hier Platz habe. Ich bin ja jetzt so im Blaubereich. Hier ist ja nochmal was Blaues. Na.
Das haben wir schon genommen, diese Schnitt. Den hatten wir noch nicht, oder? Doch, hatten wir wohl. Mhm. Klar, doch. Das war ja. Haben wir noch was? Kamera. Gut, dann muss man auf Street Art gehen. Was auch okay ist, vielleicht. Geht ja. Vielleicht sogar mit diesem Übergang. Ja, warum auch nicht? Könnte man versuchen. Und hier würde ich vielleicht sogar noch schneller werden, ne? Dass man sagt, man wird dann nochmal richtig schnell. So, zack. Ne? Und dann ist man jetzt hier bei den. Ich gucke erstmal, was ich an Griff für dir habe. Ich weiß noch nicht, was. Also ich muss jetzt irgendwie den Bogen von hier nach dahin kriegen, also bis zur Ausstellung. Ne? Das heißt, ich gucke einfach erstmal alles, was ich hier an Griff für dir habe und dann gucke ich mal, wie ich das zusammenzimmere. Wir haben ja gleich auch noch einiges an Moderation von dir. Ne? Also das Thema Tonuntertitel, da muss ja auch noch einiges kommen. Die Frage ist, ob das hier schon kommt. Also ich würde schon sagen, gleich muss deine Stimme noch auch schon hier hinterlegt werden, dass man, ne, dass du ein bisschen was erzählst, wo es zur Ausstellung hingeht. Nur mal, um kurz zu zeigen. Warte mal, ich mach das mal eben hier wieder zu. Hier hast du ja moderiert. Liebhaber, den Sammler. Auch diesen Ton haben wir verbessert. Ist toll. Also das muss ich ja gleich entsprechend hinterlegen. Das ist ein Clip, der ist, glaube ich, irgendwie 4 Minuten lang oder so. Da suchen wir gleich einfach die besten Sequenzen raus. Aber wir gucken erstmal, was wir an Material haben. Gibt es da keine Streetart mehr? Ah, ich glaube. Damit diese. Das hatten wir, ne? Oder? Also wir haben das nur in der Nähe, das jetzt von weit. Am Anfang hatten wir diesen Clip nicht. Da hatten wir genau, da hatten wir das. Das nochmal andere. Ja. Von weit. Da ist halt der Clip. Und da spaziere ich auch noch. Ja, genau. Können wir vielleicht nochmal wieder nehmen, ne? Also, mal gucken. Wenigstens schon mal kurz als. Man cool, auf dem Wege quasi zur Kunstausstellung, weißt du? Ja, ja, das ist. Das gut, wäre so, ne? Du gehst vorbei. Diese Westwood steht, das ist auch ganz bekannte Quartal. Da bist du zwischen Wenwood, Wenwood. Für Berlin. Okay. Hier hast du ja auch noch, das finde ich auch gut, wenn du so guckst. Der Polizei ist es ganz, auch ganz, also Polizeiauto fand ich ganz großartig. Ja. Ich meine, mit diesem. Ja, aber ich sage, da können wir wunderschönen Sound gleich hinterlegen. War der überhaupt an? Mal gucken, wie der Originalsound ist. Ja, aber das blenden wir ein, ne? Vielleicht gar nicht mal schlechter Übergang. Ne? Hier ist so ein Übergang, so ein Street Art. Was haben wir denn noch? Aber warte mal, da ist ein. Das finde ich gut, wo du noch läufst. Das, genau, das wollte ich. Wo du so läufst. Mhm. Du machst dich auf den Weg quasi, ne? Mhm. So, warte. Warte, ich würde es so machen. Du guckst ja rüber und dann guckst du nach da hin. So, pass auf, du hier erstmal. So, und jetzt? Aber ich würde es machen, wo du guckst. Du guckst irgendwann. Du guckst da. Da guckst du. Siehst du? Mhm. Obwohl, zu kurz. Mhm. Nochmal eben gucken. Du kannst auch nach da hin gucken. Ja, ein bisschen länger wirken lassen. Du siehst da was, ne? Mhm. Ja, guck, das zum Beispiel finde ich nicht schlecht. Ne? Und dann kommt dieses mit dem Polizeigeräusch. Gefällt mir. Ne? Zack, Kunstausstellung. Das finde ich auch schön, dass an diesem Tag, also ich fand, ich habe viel Video gemacht, aber war viel, wo ich nicht da war. Und ich finde, für einen Kurzfilm, danach, du sprichst darüber auch in der Akademie, das ist ganz wichtig, dass man sich auch zeigt, weil du bist der Teil von deinem Projekt. Richtig. Und wenn du nicht da bist, ist Projekt leer. Ist so, ne? Und das habe ich das irgendwann, weil du siehst, die Videos waren fast am letzten Tag gedreht, weil ich gespürt habe, da fehle ich überall, ich bin nicht da. Nee, du musst präsent sein, ne? Deswegen finde ich das wichtig, das hier reinzuschneiden, ne? Weil dann ist es so eine durchgehende Geschichte, so ein bisschen. Ne? Man sieht dich, du kommst an in Miami, du begrüßt quasi die Leute hier, ne? Welcome Miami, und dann sieht man, wie du durch die Stadt gehst.
So, dann sind wir ja jetzt hier, genau, dann sind wir bei der Ausstellung. Wollen wir mal eben den groben Rahmen des Videos noch fertig zuren jetzt. Also wir haben den Anfang, jetzt ist die Kunstausstellung. Da hast du ja sehr viel gutes Material, wie du hier zum Beispiel die Ausstellung zeigst, wie du auch irgendwo durchläufst. Das finde ich zum Beispiel erstmal gut. Man sieht also jetzt ab hier vielleicht nicht, dass da gerade jemand durchs Bild rennt. Also man sieht, ups, da habe ich mich verzogen. Man sieht also jetzt quasi jetzt hier, wie da jemand durchläuft, aber dich will ich sehen. Genau, wie du da läufst. Guck mal, du gehst also rein. Also ich würde sagen, du machst die Tür auf, dann sieht man irgendwelche Menschen und dann sieht man dich, wie du da durchläufst. Nicht du machst die Kamera. Das langsam ein bisschen, ja? Weiß ich noch nicht. Nee, das war irgendwie langsam bei dir. Nee, ist das normal? Das ist ich bin hier so ruhig. Das ist normal, ja, tatsächlich, ja. So ruhig. Ja. Und dann. Bei mir hat auf kleinem schneller gewirkt. Mhm. Na, guck, das finde ich auch wunderschön noch. Das kann man auch wunderbar reinnehmen hier. So, aber jetzt. Jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil der Moderation. Jetzt müsst du, deine Stimme muss ja noch irgendwo rein. Ich habe ja noch einen Bereich hier, den ich schon vorher mit dieser künstlichen Intelligenz konvertiert habe, wo du ein bisschen was erzählst hier. Ne? Die Azur. Die Galerie war das, in diese Galerie auszustellen. Ne, wo du ein bisschen was jetzt erzählst, in verschiedenen Anläufen. Das ist eine internationale Galerie. Sie hat internationale Künstler. Die Künstler kommen von überall. Von ganzen Welt. So, du erzählst da so einiges zum Schluss, das finde ich gut hier. Ich komme wieder nach Miami. Es hat mir sehr gefallen. Oh. Also ich habe damals natürlich nicht gewusst, dass ich in April komme. Okay, das war jetzt okay. Im April kommt sie schon wieder, wie praktisch. Ja, genau. Es muss schnell sein in diese Stadt. Das finde ich gut, dieses hier, guck mal. Man muss schnell sein in diese Stadt, dass deine Chance nicht vorbeigeht. Das ist doch schon mal perfekt für den Anfang. Und ich nehme mal diesen Schnipsel hier raus erstmal. Ich kopiere ihn und füge ihn wieder in unser Projekt hier rein. Und zwar, hier werde ich eine ganze Menge rausschneiden und mir das komplett zusammenbauen, wie ich das haben möchte. Deswegen hänge ich diesen Schnipsel jetzt erstmal hinten ran. Das ist quasi ein Schnipsel, wo ich auf Audiodateien zugreifen kann, aber auch auf Bilddateien. Ne? Ich komme wieder nach. Das hatten wir gerade. Warte, mit dem Schnellsein. Ich komme. Ja, warte. Es hat mir sehr gefallen. Ja, das war hier vorne, ne? Wo sind deine Veränderungen? Warte. Du musst es spüren. Wo? Oder war das davor? Weil bald kommt, ne? Jetzt hier kommt. Dein Chance. Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen können? Nee. Nee. Du musst es spüren. Also das war vorher, da. Man muss schnell sein. Da, genau, diesen Bereich. Diese Stadt, dass deine Chance nicht vorbeigeht. So, zack. Diesen Bereich nehme ich mir mal eben, kopiere ich mir. Und den kann man auch wunderbar zum Thema, wo jetzt hier ein bisschen was Schnelleres ist. So, jetzt könnte man das zum Beispiel doch einfach mal da reinsetzen. Und zwar hier unten drunter, Audio. Und ich würde jetzt den Soundtrack an dieser Stelle, ich blende den erstmal aus. Und dass der an dieser Stelle dann... Man muss schnell sein in diese Stadt. Das ist deine Chance. Da machst du ein bisschen zu lange Pause. Da würde ich jetzt ein bisschen kürzer machen. Chance nicht vorbeigeht. Praktisch, du gehst ja auch. Nicht vorbeigeht. Ne? Und mit... So, mit Musik. Pass auf, mit Musik machen wir es jetzt so, dass ich diesen Bereich, wo du sprichst, ein bisschen leiser mache. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Charme nicht vorbeigeht. Na, dass ich, also ich blende die Musik da ein bisschen aus, dass das besser zu hören ist. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Charme nicht vorbeigeht. So, und so würde ich das Ganze jetzt spicken, dass hier ein bisschen mehr Pep noch reinkommt. Ne? Also, dass du quasi so ein bisschen was von Miami erzählst. Also ich werde jetzt gleich im ganzen Clip hier immer wieder deine O-Töne dann reinbauen. Ich habe auch so gedacht bei diesem, wo ich da praktisch stehe, habe gedacht, ich rede jetzt und sende dir, vielleicht nimmst du das nur als Stimme auch so, weil es ist immer unterschiedlich ein bisschen da. Und
Ich werde beides machen. Ich werde einmal das nur als O-Ton nehmen, aber ich werde auch bei einigen Stellen, werde ich dich da einblenden, weil guck mal, das wäre jetzt die Alternative, ne, dass man so macht. Rein in diese Stadt. Aber vielleicht ist das ja, okay, Moment, hier genau, hier kommt schon der nächste Clip. Vielleicht lassen wir diesen Clip dann auch vielleicht einfach weg, warte. Man könnte es ja auch so machen, dass man sagt, dieser Clip wird deaktiviert, dann klingt es so. Man muss schnell sein in dieser Stadt. Nee, ich finde mit dem, wo ich hingeguckt habe, auf Street Art war Spannung. Ja, schau mal, schnell sag, sein in dieser Stadt. Ob sie da geguckt hat. Das ist deine Chance. Finde ich, das war besser. Ja, finde ich auch. Oder? Finde ich auch. Also hier würde ich es noch nicht machen. Also ich würde sagen, das mit dem Sprechen machen wir nach der Kunstausstellung. Ne? So, du gehst zur Kunstausstellung. Das für Schnelligkeit finde ich auch ganz toll. Finde ich so gut Effekt. Und jetzt würde ich vielleicht auch wieder schnell machen tatsächlich. Schnell. So. Und dann zum nächsten. Okay, du hast in die Kamera geguckt. Das würde ich wegnehmen. So. So, und jetzt gucken wir nochmal, wohin du guckst wieder. Schauen wir mal, Thema Kunstausstellung. Hier sind, gehen wir mal von Anfang an. Hier ist Kunstausstellung, ja, ist das interessant? Ja, viel weiße Wand hier, weiß ich jetzt noch nicht, mal gucken. Das finde ich schon, die Frau mit dem blauen Kleid passt ja, perfekt zu dem Bild. Ist aus Österreich, ja. Ne? Passt perfekt. Ja. Sieht auf jeden Fall. Und der andere war Leiter von Galerie. Ja, das sieht doch schon voll nach Kunstgespräch aus. Genau. Ne? Na, das sieht doch gut aus. Die machen jetzt auch in New York eine Galerie. Klasse. Ja, guck mal, da wirst du auch von mehreren Leuten denen, da. Ja. Genau, das redest du mit denen. Ja. Das finde ich gut. Das ist auch ganz wichtige Aufnahme. Genau, das ist ja wichtig. Du weißt, ob die Leute wichtig sind oder nicht. Weißt, ich schneide jetzt irgendwelche Leute zusammen. Ne, die das ist dann, ganz wichtig. Ne? Das sind beide Geschäftsführer und das ist schon. Ja, guck mal, du weißt, welche Personen wichtig sind. Ne? Das ist gut und das finde ich gut. Ja, auch dir ein bisschen mehr Zeit geben und das wäre so wieder wohl ein O-Ton, wo ich dann O-Ton. Bewegen, ne? Finde ich gut. Ja. Ja, das habe ich gar nicht gedacht, dass du. Der Schott ist super. Den würde ich aber erst später nehmen, weil da muss wieder so ein O-Ton hinter. Ne? Erstmal gucken, wie lang ist denn unser Lied überhaupt. Aber wir haben ja noch. Das heißt, in diesem Bereich so ab 2 Minuten 20, vielleicht noch ein bisschen Miami Chill Out. Das wäre so für mich, also Kunstausstellung würde ich jetzt würde ich tatsächlich so einiges an O-Tönen hier auch einblenden von dir. Also jetzt sehe ich wirklich dann hier vom Schluss diese Geschichte. Sie bewegen. Also hören wir uns doch mal eben kurz an von Anfang an, was wir davon gebrauchen können. Die Galerie Azur. Toll war das, in diese Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Sie hat internationale Künstler. Ich finde, der Anfang ist sehr gut, aber dann kannst du schauen, ob du ein bisschen kutschst. Ja, das sehe ich auch so. Also ich nehme das jetzt mal mit. Das Botschaft ist toll. Ja. Und das international ist und da kommt man dann wirklich auch. Man sieht es ja dann auch letztlich irgendwie zum gewissen Teil. So, warte mal. Erstmal mache ich das, deaktiviere ich hier, die brauche ich ja nicht. So. So, jetzt kannst du quasi hier sagen. Die Galerie Azur. Toll war das, in diese Galerie auszustellen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Sound mal ein bisschen, also nicht mit dem Beat, der passt jetzt nicht. Also mit dem Beat finde ich, das passt jetzt nicht. Erstmal, du musst erstmal ein bisschen was erzählen. Erstmal ein bisschen gucken, ja. Das ist ein... Nein, das passt nicht. Eine internationale Galerie. Sie hat internationale Künstler. Okay, internationale Galerie heißt für mich, es hat internationale Künstler, ne? Also das ist doppelt gemoppelt, so. Das sind diese Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Warte. Die Azur. Toll war das, in diese Galerie auszustellen. Ja, ne? Das ist eine internationale Galerie. Okay, was erzählst du noch Spannendes? Die Galerie Azur. Okay, das hatten wir. Sie hat internationale... Okay, dann lösche ich das schon mal weg, dass wir wissen, das haben wir. Die Künstler kommen von überall. Ist auch... Von ganzen Welt. Ja gut, international. Es ist interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Das ist schon wieder was ich finde, was gut gebraucht werden kann. Weil Künstler zu sprechen, selbst auszustellen, andere Menschen zu sprechen. Ich habe so ein Gefühl bekommen, die haben Visionen und die leben ihre Visionen aus. Die träumen nicht von Visionen, die leben die aus.
Okay. Die Visionen werden zu leben. Das gefällt mir. Das finde ich jetzt gut mit dem das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Ich finde, das gefällt mir ist gut auf Punkt, ja. Und dann muss man nicht dann nochmal von Visionen sprechen. Ja. Gefällt mir. Das gefällt mir. Und ich finde auch bei einem gefällt mir, danach muss dann schon wieder der Switch kommen aus der Galerie raus, weil es ist sonst zu lang. Warte mal. Visionen werden zu leben. Das gefällt mir. Und jetzt muss hier wieder der Switch kommen, quasi zu dem langsamen, zu dem Abspann, ja? Das heißt, wir müssen dann vielleicht, ne? Zu Visionen noch, ja. Ja. Aber wenn ich male, wäre das auch nicht schlecht. Ich würde sagen, von hier machen wir den Switch zum Tag. Du malst. Das gefällt mir. Das gefällt mir, würde ich sagen, und dann fängst du an zu malen. Guck mal, du stehst da so, ne? Ja. Du stehst das da. Das passt gut. Warte. Dass wir gleich so einen Switch kriegen, weißt du? Das gefällt mir. Gefällt mir und dann, genau, wo du dann gefällt mir und dann gehst du nach unten. So, pass auf. Das gefällt mir. Und jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, machen wir das Ganze mit hoher Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht, aber... Ne? Ja, glaube ich auch, sonst ist es zu lang, aber... Ne? Ja, guck mal. Nahaufnahme. Finde ich super. Da muss natürlich auch gleich wieder die Musik kommen, ist klar. Beziehungsweise, wo ist sie hin? Ich sehe sie, da unten ist sie, genau, die ist jetzt aus. Mal wieder aktivieren. Das wäre dann so der Switch zum Ende gleich hin, ne? Dass man quasi dann vielleicht so ein bisschen zeigt, wie du an den Strand gehst, ne? Strand finde ich auch. Guck mal, vielleicht... Das Bild auch gibt das, ja. Guck mal, vielleicht kriegen wir einen Übergang von diesem dahin, weißt du? Über Visionen. Vielleicht kriegt man da vom Malen so einen Übergang hin. Denke ich mal nur gerade, weiß ich noch nicht, aber vielleicht ist das ja... Ja? Und dann gehst du... Und du hast das Übergang so eine aufeinander gelegt. Genau, einfach überblenden. Ich habe die beiden ausgewählt und habe dann dazwischen den Übergang quasi dann hergestellt. Und jetzt würde ich dich einfach zum Schluss an den Strand laufen lassen. Du sagst noch gleich ein paar bedeutungsschwere Sätze. Genau, wie du runterkommst, ne? Guck mal, ist doch super. Wir sind angekommen am Strand. Genau, du guckst, die Hand nach oben. Das wäre so Schluss. Das finde ich gut. Ja, guck mal, das ist doch super. Das ist so gut, wirklich. Das ist super. Vielleicht ist das sogar der Anfang nach diesem Sand, bevor du an den Strand kommst. Ja, vielleicht fangen wir da erst an. Ja, und jetzt geht es dann weiter. Da würde ich auch schon sagen, du bist schon ein bisschen mehr im Bild drin. Und die bisschen sieht sonst die Szene zu lange. Ja, und guckst. Und dann, Moment, was hast du denn noch am Strand? Also diese typischen die Rettungsstation, genau diese hier, genau. Guck mal, die passt, die gehören doch auch zu Miami. Da hast du auch gleich schön von mehreren Seiten. Naja. Das finde ich, glaube ich, ganz gut, weil du jetzt guckst nach rechts so ein bisschen. Das wäre so passend dazu, weißt du? Dann haben wir erst das Häuschen von der einen Seite. Andererseits gut, da ist es normal. Es ist leer, diese Häuschen. Ich meine, da war viel rundherum. Ja. Ja, gut, aber stimmt. Ja, obwohl, nee, hier ist okay, finde ich. Ja, es sind ja verschiedene Häuser. Ja, oder? Genau, es sind verschiedene Orte. Aber ich finde das jetzt gar nicht. Das ist nochmal ein anderer Mal. Genau, guck mal. Die Frage ist, nehmen wir zwei verschiedene? Oder bleiben wir bei dem gleichen in Großaufnahme? Was ist besser? Ja, das ist matcht das nicht so. Das ist dasselbe. Ja, ja, genau. Aber ich finde vielleicht von einer anderen Perspektive. Diese gefällt mir auch. Ja, und dann zum Schluss quasi.
ne? Und jetzt möchte ich gerne sowas hören, ich würde wiederkommen oder so, weißt du? Dass du das dann sagst. Was hast du hier zum Schluss gesagt? Mhm. Warte. Ich komme wieder nach Miami. Es hat mir sehr gefallen, hier zu sein. Hast du das öfters gesagt, oder? Ja. Wo weißt du das? Du musst es spüren, wo ist dein Schanz? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Das finde ich gut. Mit dem Spüren finde ich super, weil das Spüren ist für mich so synonym für Sand. Das kommt bei dem Malen dahin. Hier, guck mal. Das packe ich jetzt. Das muss nachher ein gesamtes Ganzes geben. Das ist halt das Knifflige. Pass auf. So. Ach, die Musik macht mal aus. Das müssen wir nachher anpassen. Das Spüren, wo ist dein Schanz? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Ah. Und das gefällt mir. Ja. Ah, ich überlege, ob ich ein bisschen später anfange, weil das, ne, so, das, da ist das. Du musst es spüren, wo ist dein spüren, Schanz? Ne? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Das finde ich gut. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich merke schon, mein Drehstuhl knallt. Wie habe ich das überhaupt aus mir rausgekommen? Ich sage, das war mal gut. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Schanz das hatten nicht wir, ne? vorbeigeht. Das hatten wir ja schon eingebaut, ne? Mhm. So, was haben wir noch? Die leben dir aus. Ich mag es auch, meine Visionen auszuleben. Ja, das passt doch eigentlich. Ja, gut, aber das finde ich jetzt gut. Das, pass auf, das, diesen Bereich, ich habe eine Idee. Warte mal, ich zeig dir. Mit den Künsten. Leben, auch Visionen zu. Wo du jetzt erzählst, dass die Künstler ihre Visionen leben und dass du das auch möchtest. Und da möchte ich gerne einen Switch machen zu dem, wo du malst, weißt du? Und die haben irgendwie. Warte. Die waren schon. Warte, wo fängt das an? Irgendwie kommen die von überall. Ich glaube, später. Es war sehr schön, zwischen diesen Menschen zu sein, viele Menschen kennenzulernen. Irgendwie. Ah, du musst erstmal die Künstler betiteln. Valerie Azur ist eine internationale Galerie. Sie stellen internationale Künstler aus. Sie stellen. Ja, hattest du nicht nochmal, hast du das zweimal gesagt? Hinten war das noch nicht, hinten, das ist dorthin, war Vision. Ja, aber du hast doch was mit Künstlern noch erzählt gehabt, ich schaue nochmal hier das vorne. Das ist meine Ausstellung. Ich bin sehr offen nach Miami gefahren. Miami ist ein Staat. Ja, warte, ich suche mal. Ich komme wieder nach Miami. Miami ist Staat der Veränderungen. Also das ist schon anders. Es ist sehr bewegend und impulsiv hier zu sein. Das finde ich gut. Ja, das gefällt mir auch besser. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. So, warte, da hast du noch was vorher erzählt. Das habe ich hier abgeschnitten. Ist jetzt das ist jetzt das Schwierige, der Moment, dass man das Video so halt rund kriegt, ne? Dass es halt vom Timing passt, nicht, dass es dann einen raushaut, weißt du? Man ist so im Flow drin, es ist alles so chillig, Miami und dann erzählst du was und dann schläft man ein. Nein, das nicht, aber man, es haut einen so ein bisschen raus, so ein bisschen, ne? Diese Galerie auszuspielen. Ah, warte mal. Denn das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Künstler zu sprechen, selbst zwischen diesen Menschen zu sein. Glaube so, ich auch. Punkt. Glaube ich auch, ja. So. Andere Menschen zu sprechen. Das ist alles zu viel. Das ist zu viel. Aber dafür sagst du da ja was Interessantes dann da hinten. Gefällt mir. Die Vision. Das könnte man ja auch. Warte, nochmal. Nationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklicht. Moment, versprochen? Verwirklicht. Verwickelt? Verwickelt. Den Versprecher schneide ich mal raus. Im Leben verwirklichen sich. Ne? Leben verwirklichen sich. Bis zum Millimeter Arbeit. Das möchte ich auch. So, toll. Das möchte ich auch, wäre bei mir so der Punkt so. Verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Ja, das ist eigentlich schon das, also das möchte ich auch, da sehe ich dich schon mit dem Pinsel. Das wäre. Aber man kann vielleicht da, wo ich vor dieser Wand stehe, weniger und dafür das mehr. Das mehr?
Nee, das Meer. Das Meer, genau. Ja, aber ich möchte schon, dass man dich auch sprechen sieht, ja, irgendwo, ne? Aha. Du sprichst aber ja schon da vorne. Die Galerie Azur. Vielleicht. Warte. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. So, und jetzt möchte ich, dass man dich sieht. Pass auf. Diese, da wo ich noch bin. Ja. Mhm. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Ne? Das gefällt mir. Ja. Mhm. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Ja. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen. Ah, ne? Aber ich brauche das mal. Ich brauche es mal jetzt von Anfang an, weil ich verliere so ein bisschen gerade so. Wir springen von da nach da, ne? So ein bisschen, um den Überblick und das Feeling dafür wieder zu kriegen. Ob es. Wir gucken uns das jetzt mal von Anfang an einmal an. Gucken wir mal, welche Richtung das geht. Erstmal nur Musik. Stimmungsvoll Miami. Mein Hund schläft hier. Und jetzt wird Zeit für die Begrüßung. Welcome Miami, welcome Change. Lass vielleicht uns mal weg. Bitte? Überlegst dir, da wo diese Menschen sind, jetzt ganz kurz. Weiter. Da? Das, ich glaube, das ist nicht so passend. Überlegst dir. Ob man da lieber ein Street Art noch nehmen kann. Aber ich lasse dir zu überlegen, ja. Weil in. Ja. Okay, lass mal, du wolltest sehen. Alles gut. Warte, machen wir es doch umgekehrt. Mhm. Wenn du darüber stolperst, dann gucken wir uns das an. Mhm. Ach, guck mal. Hier vielleicht, kann man, vielleicht kann man das ja da, damit einfach da anfangen, weißt du? Na? Ja, das passt besser. You welcome change. Na? Ja, das passt gut. Ja, das passt gut. So, da fehlt halt der Schnitt auf dem Beat. Müssen wir ja auch sowieso noch Feintuning machen, aber erstmal. Haben wir noch was von Street Art? Ja. Nichts mehr? Wir können doch uns leisten, noch, oder? Klar, das ist klar, auf jeden Fall. Von allem. Klar, ja. Weil ich habe das Gefühl, dass Street Art einfach zu wenig kommt. Und ich möchte nicht, dass das Stadtleben mehr kommt. Weil das, so verstehe ich mich. Was ja, ich verstehe. Was haben wir denn noch? Was, gucken wir uns doch mal an. Was möchtest du denn davon noch haben? Also da haben wir dich da hinten stehen. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Auch schon. Das haben wir auch schon. Genau, das haben wir ja auch schon von Anfang an. Und ein bisschen oben da, wenn du nach oben rollst, den anderen habe ich nichts mehr zu sehen. Nur dieses Street Art. Ja, den habe ich nicht. Hattest du noch mehr aufgenommen? Hast du es auf deinem Handy? Dann schickst du doch schnell rüber. Hier. Hier, zeig, dass das schon ist was. Und das neben. Aber im Zweifel kann man da ja was, das mit langsam vielleicht mal. Da ist das, was wir hier haben. Das war ja das, was wir da haben, genau. Mhm. Also bei seinem Projekt ist ja immer das Problem, dass man dann irgendwann mal den Überblick verliert und um einfach mal wieder, sag ich mal, sich zu erden, fängt man einfach mal wirklich an und guckt sich von Anfang an nochmal durch, wie weit man ist. Ne? Und um dann einfach mal in Zweifel nochmal einen Überblick zu kriegen, wie weit man ist. Also wir haben jetzt hier den Anfang. Ja, so Startsequenzen. Das überspringe ich jetzt mal ein bisschen. Also dann geht es dann los. Mach mal ein bisschen schneller, wie du durch die Gegend läufst, dann die Leute begrüßt mit Welcome Miami, welcome Change. Na, und dann kommt die Action. Finde ich jetzt auch besser mit diesem Anfang. Man sieht direkt die Menschen, ne? Man ist in der Masse. Na? Da würde ich jetzt schon ein bisschen eher Street Art machen. Ne? Das war mir zu lang ein bisschen. Da reicht einfach nur kurz. Ne? Da würde ich schon switchen zu Street Art, was wir noch nicht haben, aber vielleicht kriegen. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich würde es einfach erstmal als Platzhalter dieses Street Art hier reinnehmen. Ja. Okay,
hatten wir schon mal. Da brauchen wir noch eine andere Street Art gleich. Ne? Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbeigeht. So, das finde ich gut. Und jetzt musst du anfangen zu sprechen. Eigentlich schon da. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen. Ich würde hier nochmal ein paar Menschenmassen da aufnehmen von der Galerie. Da hatte ich gesehen, da haben wir noch was. Wo einfach die Leute sprechen. Ne? Hier zum Beispiel, oder ich guck mal, das finde ich auch gut. Mhm. Dass man einfach so ein bisschen was sieht. Ne? Ja, finde ich auch gut. Ne? Dass man das noch mit reinbaut hier. Ne? Weil du auch davon sprichst, es ist interessant mit diesen Menschen. Ne? Guck hier. Zu haben, die im Leben, ja, ein bisschen. Im Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Ja, warte, vielleicht dann, das möchte ich auch so ein bisschen. Verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Und jetzt kommt wieder, ne? Jetzt geht es wieder ein bisschen los mit Action. Jetzt würde ich wieder ein bisschen Musik quasi dann da nehmen. Entsprechend ein bisschen lauter dann wieder machen. Ich kann ja. Du musst es spüren. Wo ist dein Chance? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? So, jetzt kannst du eigentlich noch was sagen. Dass du wiederkommst quasi, ne? Weil das Lied ist ja hier hinten. Okay, wir haben noch ein bisschen, ne? Also, und jetzt gucken wir uns nochmal einmal diese Sequenz an, in dem Moment, wo du in die Kunstausstellung reingehst, und gucken mal, ob das zu viel ist oder ob das gut ist. So, Sekunde. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbeigeht. Ja. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Künstler zu sprechen, selbst auszustellen, andere Menschen zu sprechen. Das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Na? Ich finde das gut. Finde ich auch. Vielleicht sogar von Street Art doch genügend ist. Ja, ich glaube auch. Das reicht schon fast so. Weil, ne? Das ist richtig auch. Na? Wir haben einen guten Akzent auf die Ausstellung ja, gelegt. Genau, ne? Malerei. Und du musst es spüren. Wo ist dein Chance? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Na, und jetzt kommt das mit, ich komme wieder. Was war das? Träume nicht von Visionen, die leben dir aus. Okay, das hatten wir. Die Vision. Nee, das hatten wir gerade. So, jetzt gucken wir noch hinten mit dem Ich komme wieder, der Teil fehlt mir noch. Ich komme wieder nach Miami. Miamis Stab der Veränderungen. Das ist gut. Das ist gut, ne? Ja. So, dann nehme ich das jetzt hier raus, ausschneiden und setze das jetzt quasi unter das Ende, wo du da sitzt. Da brauchen wir nur die Audiodatei, weil da würde ich gerne. Ich komme wieder nach Miami. Miami ist stark der Veränderungen. So, das würde ich aber vorher schon machen. Und das dann. Ich komme wieder nach Miami. Miami ist stark der Veränderungen. So, wie du da einfach sitzt. Was haben wir denn noch vom Strand zum Schluss? Was wäre denn ein schönes Schlussbild? Was wäre ein schönes Schlussbild? Es ist jetzt Tag. Okay, das haben wir alles schon. Aber eigentlich ist das schöne Schlussbild schon. Das ist auch schön auf mich konzentriert. Genau, das ne? Ich schon gut. Die Bar haben wir jetzt nicht drin, aber ganz wir ehrlich. Wir werden die nicht machen. Nein, das war auch keine. Ja? Ich habe die genommen, um. Ja, das haben wir nicht genommen, aber Galerie Azur haben wir. Ja, wir haben es. Ich finde. Ich sag dir nur, aber du sagst, was du denkst, dass man sagt doch immer, was bleibt am Ende? Mhm, genau. Das bleibt am Anfang und das bleibt Ende. Ja. Und dass ich dann am Ende bin, finde ich gar nicht so, weil wenn wir Miami am Ende haben, ja, dann bleibt Miami, nicht vielleicht ich.
Und so, was denkst du? Ich sehe das genau so und ich würde auch deshalb in eine Slow Motion hier zum Schluss wechseln, dass man dich nochmal so langsam sieht. Und ich würde das wirklich ausklingen lassen. Ne? Und ich würde sogar noch so ein Windgeräusch zum Schluss noch lassen. Finde ich gut. Das Wind ist auch symbolisch, so ein bisschen für Freiheit. Genau. Ne? Ich würde wirklich hier sagen, so das reicht. Hier ist dann quasi der Restbereich, wo ich mich bedient habe, der kommt dann weg. Und dann haben wir wirklich ein 1,45 Minuten Video. Das ist sehr gut. Was wir dann so nach schwarz ausblenden. Was wir langsam ausblenden. Und was wir jetzt natürlich machen können, ist, wir können jetzt am Anfang natürlich eine Texteinblendung machen, indem wir, ich nehme jetzt zum Beispiel mal jetzt hier unten, kann ich jetzt irgendwie ein Textelement, ein Titelelement hier nehmen. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal ein eigenes, das ziehe ich einfach hier hin. Und da könnte ich halt am Anfang, der Titel war ja Welcome Miami. Miami. Und dann Welcome Change, ne? Genau. Ich würde vielleicht erst Welcome Miami einblenden und dann Welcome Change. Erstmal die Schrift. Ich würde da eine schöne, feine nehmen, wie zum Beispiel hier die Gosse in ganz relativ dünn. Ja. So eine Miami-Schrift mäßig. Man muss gucken, wie sich das gleich vom Hintergrund absetzt. Aber erstmal ist die Frage so, wann blendet man diese Schrift ein? Welcome Miami. Und dann würde ich sagen, hier kommt dann jetzt Welcome Change dazu. Ich setze es dann nochmal ein, dass ab hier dann Welcome Change noch drunter kommt und dann müssen wir sowieso in diesem noch ein bisschen was designen. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht zu sehen und gerade über das Miami möchte ich das eigentlich auch gar nicht dann einblenden. Deswegen vielleicht Welcome Miami. Und dann Welcome Change vielleicht separat dann auf der nächsten Seite unten, aber dann vielleicht auch noch, ich gucke erstmal, diese Schrift, die gefällt mir noch nicht. Ich kann mal gucken, ob ich mit dem Stil noch ein bisschen arbeiten kann, aber mit Konturen. Miami ist, ja, gut, das ist gut. Da sind wir bei Miami Vice wieder. Ne? Das wäre zum Beispiel so die Geschichte, pass mal auf, ich weiß nicht, ob das gut aussieht, aber man könnte zum Beispiel so sagen, man fängt an mit Welcome Miami, zack, was ist da? Welcome Change oder bläst du das? Gehst du aus Willkommen Miami ins Willkommen Change, aber andere Farbe oder wie? Ich würde es genau wieder nach unten machen, aber ich würde vielleicht noch einen Schattenwurf, dass man diesen Schatten vielleicht noch ein bisschen, dass man vielleicht hier dann noch so ein bisschen das hervorhebt, indem man die Schatten etwas stärker macht oder vielleicht doch die Schrift ein bisschen dicker, vielleicht ist es zu dünn. Und das, das Buntes? Nee, das und das Buntes wolltest du nicht nehmen? Du hast vorher bunt versucht. Ja, die gefällt die bunt, ne? Die sind bunt. Miami sind bunt. Ist, ja, Miami. Diese Straße, was da war. Die Frage ist, machen wir generell? Aber dünn dafür. Ja, dünn und bunt, okay. Ja. Also das ist schon fand zu dick. Fand ich jetzt nicht schlecht, fand ich jetzt von allem. Dünn und dann so was Glühendes halt so, ne? Das ist so ein bisschen... Ein bisschen wie Nachtleben, aber doch so. Du hast vorher auch das schön gefunden. Ja, mal gucken, wie ich das hier mit dem Radius... Das ist zu viel schon, ein bisschen weniger. Stopp. So, ne? Also es könnte auch mehr sein doch vielleicht, was denkst du, oder so? Das ist jetzt auf dem kleinen Bildschirm so, also es wird ja, wenn du es auf dem großen Bildschirm guckst, groß, wird es viel größer, ne? Dann macht man nicht, sonst wird es kitschig. Nee, ich würde es erstmal so lassen. Ja. Ich würde auch vielleicht den Zeilen oder die Laufweite ein bisschen weitermachen. Dann dupliziere ich das mal, machen wir erstmal... So, die Frage ist, wo blenden wir es ein? Blenden wir es mittig ein? Also hier unten? Hier fand ich gut jetzt. Na? Und hier? Also soll am besten dann denselben Orten sein. Wir können natürlich jetzt auch noch die wildesten, genau. Hier nimmt man nicht so wahr. Ja gut, aber Change heißt Veränderung. Das heißt, es kann also durchaus auch dann da oben sein. Oben, ne? Hier oben ist besser bei diesen. Welcome Miami. Also ganz kurz, ich sage so, Willkommen Change. Wir können auch beim ersten Bild auch oben geben. Guck mal du selbst nochmal frisch. Ja, und oben ist auch Platz, ja. Guck mal. Aber und
Studenten hat es eigentlich auch gut gewesen. Ich fand, also da wir ja von Change reden, finde ich, ist es zwar gut, wenn wir das ändern. Ne? Führt uns in diese genau, Bahn, ne? Ich finde das. Es ist Bewegung da und so. Wobei natürlich, ganz ehrlich, das beißt sich natürlich jetzt farblich total. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall noch über das Color Grading nachher nochmal schauen, dass wir natürlich die Farben noch ein bisschen anpassen. Deswegen, Thema Color Grading, nur schon mal zur Vorbereitung. Ich lege mal einen sogenannten Adjustment Layer hier drüber. Das ist quasi ein Balken, den ich jetzt erstmal über das ganze Projekt ziehe, wo ich dann Korrekturen machen kann, die dann für alle Clips gelten. Das heißt, ich kann jetzt einmal hier anfangen und mir zum Beispiel, ich suche mir jetzt mal einen Grading-Effekt hier raus. Moment, dieses M-Lat ziehe ich hier drauf. M-Lat ist quasi ein Plugin, wo ich verschiedene Farbstile reinladen kann. Und hier habe ich jetzt hunderte von Farbstilen, die ich jetzt hier einfach drauf anwenden kann auf das Bild, sodass das Bild sich dann entsprechend verändert. Ne? Du siehst so schon mal so leichte Änderungen und einfach mal ein bisschen mehr Kontrast reinzukriegen, ein bisschen Filmlook. Das gefällt mir jetzt schon gar nicht schlecht. Und erstmal nur damit mal so Grundstimmung. Du siehst, ne, wenn du sagst, das ist nicht zu farben, wir möchten es gerne auch wieder ein bisschen knalliger haben, dann kann man, also ich habe hier mehrere Möglichkeiten, mir das entsprechende rauszusuchen. Da muss man gleich mal in Ruhe schauen, was farblich passt. Blockbuster-Looks kann man hier einlegen. Verschiedene Farbstimmungen kann ich ja auswählen. Da müssen wir einfach mal schauen, was farblich am besten passt. Miami ist grell. Also ich würde schon sehen, dass wir natürlich die Farben irgendwo hervorbringen. Also da würde ich jetzt echt in Ruhe nochmal schauen, welche Farbblatt wir dann letztlich dann nehmen. Und da würde ich mich jetzt gerade noch gar nicht festlegen wollen. Also einfach, ne, vielleicht auch sowas in dieser Richtung. Also das gefällt mir. So war es, das andere war zu trist. Und jetzt siehst du zum Beispiel, dass ne, das hat auch so ein bisschen so einen warmen Look. Wenn du jetzt mal siehst, vorher, nachher. Ne? Jetzt ist mehr so noch so der Sonnenschein gleich im Bild drin. Und das ist jetzt erstmal so ein grober Filter. Also das Thema Color Grading ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema. Da könnte ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine Stunde dranhängen. Ja. Aber nur um schon mal so ein bisschen so einen Look zu kriegen, wir müssen sowieso sehen, dass wir das dann farblich dann noch ein bisschen korrigieren. Zum Beispiel diese Nachtaufnahmen hier, da können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen an der Belichtung spielen oder natürlich auch entsprechende Farbkorrekturen nachher vornehmen, aber Thema dieses Videos ist ja der Schnitt jetzt erstmal, nicht das Color Grading. Okay. Gut, aber so einfach mal interessemäßig. Jetzt haben wir einen groben Schnitt hier und dann sagst du, gut, jetzt das nächste werde ich dieses nächste Thema nehmen, Farbe. Wie? Also mit Filter, das ist schon klar, Filter ist ja sehr schön. Und dann noch gewisse Szenen korrigierst du noch. Wie viel Zeit es bei dir dort nochmal geht? So, ja, also wir sitzen ja jetzt hier schon eine ganze Zeit und machen, wir haben jetzt ja quasi erstmal den Grobschnitt gemacht bis hier. Das heißt, wir haben das Ganze in eine Form reingegossen. Ne? Wir haben jetzt also eine Geschichte. Du kommst in Miami an, du erzählst kurz was, begrüßt die Leute, gehst zur Ausstellung und erzählst was über die Ausstellung. Also wir haben es schon jetzt so rund zusammen. Das haben wir jetzt drei Stunden fast für eineinhalb Minuten. Genau, ne? Also wollte ich gerade sagen, das ganze Video hat anderthalb Minuten und wir sind jetzt hier schon eine ganze Zeit lang zugange. Und jetzt ist sicherlich das gleiche an Zeit nochmal drin für Farbkorrektur, für Sounddesign und für den Feinschnitt, dass man das jetzt wirklich auf den Beat schneidet, ne? Dass das alles entsprechend wirklich passt, dass man am Framing noch ein bisschen arbeitet, ne? Dass man guckt, so, ob man noch gewisse Motive ein bisschen größer zieht, dass man noch mal ein bisschen reinzoomt oder auch Thema Keyframes, dass man quasi in ein Standbild noch mal Bewegung reinbringt, ne? Dass du quasi noch mal so einen leichten Zoom in hast. Und das sind so Sachen, die macht man jetzt quasi jetzt in der weiteren Feinbearbeitung und das wäre dann auf jeden Fall das Thema eines weiteren Videos, weil das ist jetzt erstmal der Grobschnitt, den wir jetzt hier gemacht haben. Und ich glaube, damit konnten wir schon mal so ganz gut zeigen, wie man so erstmal rangeht. Ne? Also ich denke mal, dass die meisten Leute erstmal schon mal happy sind, wenn sie so weit sind, dass sie jetzt erstmal überhaupt eine Struktur haben. Das ist schon eigentlich fertig. Nee, es ist noch lange nicht fertig. Also ich würde jetzt tatsächlich nochmal die gleiche Zeit reinsetzen für den Feinschnitt. Also wirklich nochmal auf den Beat das Ganze nochmal passend schneiden, dass man das anpasst, dass man ins Framing reingeht. Color Grading, Sounddesign, Riesenthema. Ne? Also mit der Musik ist zwar schön, aber
ich möchte da nochmal im Sounddesign nochmal so das letzte Quäntchen rausholen, wenn der Polizeiwagen vorbeifährt, dass man den Polizeiwagen halt hört, dass man die Menschenmasse auf der Straße so ein bisschen wahrnimmt und solche Geschichten. Ne? Also das sind so Sachen, die ich finde noch reingehören. Aber ich denke mal, für viele, die sagen schon so, ey, das ist jetzt eigentlich schon soweit fertig. Ne? Mhm. Ja. Aber fertig ist es erst, wenn es fertig ist. Ja, ich glaube, du hast jetzt so in der Kürze der Zeit schon geballte Informationen dann mitgenommen. Genau. Und aber alle Wichtigste ist, dass das so, also das macht Spaß, ja. Ich finde, es ist ein sehr kreativer Prozess, dass man Musik begleitet und die dich weiterleitet, finde ich auch sehr angenehm in Arbeit. Mhm. Ja, du musst erstmal diesen Flow kriegen, ne, dass du erstmal reinkommst. Ja, ne, und wenn du da drin bist, dann vergisst du auch die Zeit, dann ist es auch egal. Dann, auch wenn du das Lied dann irgendwie 50.000 Mal hintereinander hörst, aber du kommst dann so rein und entwickelst dann so ein Gefühl dafür, ja, für den Schnitt, für das Tempo und dann bist du dabei. Ne? Ja, und dann musst du auch irgendwann feststellen, jetzt bin ich aber auch fertig, weil sonst man kann sich da ja endlos drin verlieben in Details und irgendwann ist dann auch mal dann gut, dass man sagt, jetzt bin ich fertig dann. Ne? Aber ich hoffe, ich konnte dir so schon ein bisschen was mitgeben, sodass du da ein bisschen so schon mal einen groben Eindruck hast. Ich habe jetzt auch viel weniger Angst als vorher, sage ich so, weil ich habe gedacht, oh Gott, Schnitt, oh Gott, ja, was kommt da alles, ja, oh nee. Hoffentlich halte ich das aus. Ja, also einfach mal anfangen und sich drauf einlassen und meistens läuft es dann ja von selber. Da gibt es immer mal wieder einen Punkt, wo man hängt und sagt so, boah, ich habe den Überblick verloren, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Und dann wirklich am besten erstmal 10 Minuten Pause machen, einmal, sag ich mal, um sein Zimmer rumrennen und erstmal was anderes machen und dann nochmal starten und sich von Anfang an das Ganze anschauen und dann, wo es hakt, einfach wieder ansetzen. Und dann, irgendwann kommt man dann auf jeden Fall zum Ergebnis. Aber es dauert. Man ist also wirklich mehrere Stunden mal zugange. Aber ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Doch, danke schön. Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen geholfen, natürlich. Das sehen wir alles bei dir. Genau, in der Academy. Alles komplett, dass man sogar selbst zu Hause wieder einen Schnitt machen kann und immer mal vergleichen. Richtig, genau. Ne? Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte, dass ihr wirklich dann auch das Ganze nachvollziehen könnt. Ohne jetzt, dass ich jetzt alles beschönige oder dass ich einfach sage, so, ey, mit drei Schnipsen ist ja oftmals so einfach, wie das ja dargestellt. Auf YouTube hat man es ja so oft, dass man so ein Videoschnitt-Tutorial hat und es geht alles so zack, 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 zack und es funktioniert. Nein, auch die müssen manchmal ein bisschen umswitchen und einfach mal feststellen, oh nee, das ist der falsche Ansatz, ich gehe doch vielleicht einen anderen Weg. Ne? Also es ist immer eine Sache mit rumprobieren oder so. Ne? Es ist nicht so ein flüssiger Lauf, aber das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch gerade das, was man so gerne macht. Ja. So, der Grobschnitt ist fertig von Fladas Video. Ich bin heute wieder alleine hier vor meinem Rechner und ich kümmere mich jetzt mal um den Feinschnitt. Und da nehme ich dich direkt mal mit, dass du mir wieder über die Schulter schauen kannst, wie ich denn da so vorgehe. Also auf geht's. So, der Grobschnitt ist schon mal soweit gemacht. Das heißt, wir haben schon mal die ganzen Videoclips in der Reihenfolge aneinandergereiht, wie ich es denn gerne im fertigen Filmchen für Flada hier hätte. Und im Feinschnitt starte ich jetzt erstmal damit, dass wir die ganzen Schnipsel in der Länge passend schneiden, vielleicht nochmal eine Speedramp einbauen und dass das Ganze natürlich auch auf den Beat geschnitten ist. Und dazu gehe ich mal von vorne nochmal hier durch. Nochmal, das passte glaube ich noch nicht ganz. Ne? Doch, passte. Tack, 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 das passte nicht. So, hier muss schon ein bisschen eher. Tack, tack. Okay, das war jetzt nicht ganz der Beat. Tack. Ja, hier ist der Beat. Das heißt, das rappelnde Auto muss schon ein bisschen eher kommen. Okay, dann kann ich das noch ein bisschen länger machen, den Clip hier. Na, also ist ganz praktisch. Wenn man das auf dem Beat schneidet, ist da so ein Flow drin. Jedes Mal bei den Takten geht es hier weiter mit dem nächsten Bild. Tack, tack. Welcome Miami, welcome change. Es muss nicht
jeder Clip auf dem Beat geschnitten sein. Man kann sich auch mal die künstlerische Freiheit rausnehmen, dass man mal einen Clip ein bisschen länger laufen lässt. Aber im Groben und Ganzen sollte es schon einigermaßen auf dem Beat geschnitten sein. Aber nicht wirklich Clip, 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 Clip. Man kann auch mal einen Clip ein bisschen länger laufen lassen, aber so, dass das Gesamtbild dann passt. So, da passte der Beat jetzt nicht. Da würde ich jetzt schon wieder auf den Beat schneiden, glaube ich. Hier unten. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbeigeht. Die Galerie Azur. Toll. Das gefiel mir gerade nicht so gut beim Grobschnitt schon nicht. Die Dame, die hier nochmal eben so schnell aus dem Bild läuft, das sieht etwas doof aus. Das ändere ich jetzt mal ein bisschen um, dass die Dame hier weg ist. Das störte mich schon die ganze Zeit beim Grobschnitt. Ich wusste, irgendwas stört mich da, aber jetzt weiß ich was. So. Azur. Toll war das in dieser Galerie auszustellen. Ja, das gefällt mir eigentlich schon alles sehr gut. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Vielleicht schon ein bisschen eher. Interessant zwischen diesen beim Menschen vielleicht schon mal den Kurator hier einblenden. Diesen Menschen zu sein. Ja. Künstler zu sprechen, selbst aufzustellen. Vielleicht tatsächlich hier nochmal ein anderes Bild rein, ne? Oder? Das ist doch ein bisschen lang, Menschen würde ich sagen. Zu sein. Das reicht. Ich würde sagen, hier reicht es. Und ich würde jetzt tatsächlich nochmal, obwohl ich jetzt eigentlich schon im Feinschnitt bin, aber jetzt fällt mir eben auf, dass das schon sehr lang hier eingeblendet wird, die Szene. Und ich würde, glaube ich, das tatsächlich jetzt nochmal hier austauschen. Das ist doch schön. Nochmal eine Menschenmasse. Ja, ich glaube, das würde ich machen. Auch mit der Schulter, die da so zur Seite fährt. Das sieht noch ein bisschen nach Tiefe aus. Ne? Moment. Gucken wir mal, wie das wirkt. Künstler zu sprechen, selbst ab. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist ja auch die Dame mit der Kamera. Dann habe ich es nochmal von der anderen Seite. Künstler zu sprechen, selbst aufzustellen, andere Menschen zu sprechen. Ich glaube, das gefällt mir besser. Also nochmal hier in der Gänze. Diesen Menschen zu sein. Künstler zu sprechen, selbst aufzustellen. Ja, gefällt mir besser. Menschen zu sprechen. Ist besser. Das gefällt mir. Das finde ich auch sehr gut. Zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Die Dame mit dem Hut, schaut sie auch mal nach vorne, oder? Ja gut, gerade der Hut ist ja irgendwie das Interessante auch. Ja, jetzt lasse ich mal so. Leben verwirklichen sich. Das möchte ich glaube, dich auch. Ich glaube, hier würde ich eine Speedframe einbauen. Ich glaube, das möchte ich auch. Und dann baue ich nochmal eine Speedframe ein, dass es dann schnell zum nächsten Bild geht. Mit vierfacher Geschwindigkeit hier raus. Und dann... Das möchte ich auch. So, gucken wir mal, wie das so wirkt. Ich glaube, das könnte besser wirken. Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Ja, das geht also dann schnell weg und zur Außendarstellung, dann, wo sie malt. Ich mache sie noch schneller, und zwar achtmal. Ich mache sie achtmal schnell, dass es richtig schnell geht. Sonst sah es irgendwie so aus wie gewollt und nicht gekonnt gerade. So, schauen wir es uns nochmal an. Leben verwirklichen sich. Sie steht vor ihrem Bild. Das möchte ich auch. Und zack, weg. Ja, besser. Besser. Dann ist der Übergang noch flüssiger. So, und hier, wo sie malt, würde ich jetzt ein bisschen mit Keyframes arbeiten, glaube ich. Ich würde sagen, ich setze hier ein Keyframe. Das mache ich bei Final Cut ganz einfach, indem ich hier hinter Transformation einfach hier diese gelben Pünktchen hier anvisiere. Das heißt, die Einstellungen sind in diesem Fall jetzt für den Start des Videos hier so gefixt und am Ende möchte ich quasi den maximalen Zoom-In haben. Wobei auch nicht ganz extrem, also wirklich nur ganz vorsichtig. Ich gehe mal ein bisschen raus, dass ich ein bisschen besser hier das anfassen kann. Also ich möchte nur so ein kleines Stück reinzoomen. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Also am Anfang fängt es da an. Und man sieht, die Kamera geht ganz langsam nach vorne. Also es ist eine ganz minimale Bewegung. So, und hier finde ich, muss eigentlich auch eine Bewegung schon rein. Ne? Weil hier ist ja die Bewegung von unten nach oben.
vielleicht kriege ich das ja auch rein. Das heißt, ich würde auch hier wieder mit einem Keyframe am Anfang arbeiten. Ich setze hier wieder die Punkte, dass ich halt die volle Bewegungsfreiheit hier habe, wenn ich Keyframe setze. So, und hier würde ich jetzt als nächsten Keyframe bei dem Übergang, würde ich vielleicht, ja, was setze ich denn da für ein Keyframe? Auch so ein bisschen reinzoomen, ein bisschen nach oben. Genau, ich zoome so ein bisschen rein und ziehe das so nach unten. Mal gucken, wie das wirkt. Na, dass ich so ein bisschen Bewegung reinbekomme, wo die Leinwand in Großaufnahme gezeigt wird. Ja, nicht viel. Ja gut, so viel war das jetzt nicht. Ja gut, war zu vernachlässigen. Aber du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte eigentlich diese Bewegung von diesem Clip aufgreifen, dass man so eine leichte schräg nach oben Bewegung vielleicht auch hier schon reinbekommt. Aber dann müsste ich jetzt zu weit reinzoomen. Dann wäre nur noch der Bleistift vielleicht zu sehen als solches und weniger von dem Bild. Ich glaube, das gefällt mir auch ganz gut so. Na, das ist ja jetzt diese Geschichte beim Feintuning, beim Feinschnitt, dass man so verschiedene Sachen mal ausprobiert, guckt, wie kann man es optimieren. Aber im Zweifel ist es vom Grobschnitt schon perfekt, dass man es einfach so übernehmen kann. Ich sehe, wir haben gute Arbeit beim Grobschnitt geleistet. Das sieht alles schon sehr gut aus. So. Du musst es spüren. Wo ist dein? Ja. Du musst es spüren. Auch vielleicht hier mal zum Schluss wieder etwas schneller. Ich glaube, hier würde ich auch wieder eine Speedramp einbauen und sagen, komm, achtfache Geschwindigkeit. Du musst es spüren, wo ist dein... Na, dann geht es also schneller zum nächsten. Du musst es spüren, wo ist dein Chance, wo sind deine Veränderungen? Und hier könnte man doch auch wieder einen kleinen Zoom-In machen, also wieder Keyframe. Also im Feinschnitt ist Keyframing immer ein wesentlicher Bestandteil. Und natürlich halt das Schneiden auf den Beat. So, ich setze jetzt hier den Anfang für den Zoom in. Das gefällt mir so schon eigentlich ganz gut. Ja, das Bild hat noch ein bisschen mehr Futter. So, das wäre jetzt mein Startpunkt. Und dann gehe ich auf das Bildende und dann mache ich einen ganz kleinen Zoom in. Nicht viel, also dann sieht es unprofessionell aus. Ne? Nur so ein bisschen Zoom in und verschiebe das Bild so ein bisschen. Und dann gucken wir es uns nochmal an. Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Sieht aus wie so eine kleine Kamerafahrt fast nach vorne, ne? Die dich weiterbringen. Und das Schöne ist, im nächsten geht ja auch die Kamera nach vorne, also eine fortführende Bewegung, ne? Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Ich komme wieder nach Miami. Man hört jetzt hier schon so ein bisschen das Meeresrauschen. Das entkoppel ich jetzt mal hier. Also ich trenne mal die Audiodatei ab. Ich weiß nicht, inwieweit hier mit einem Windfell gearbeitet wurde, aber vielleicht kann man den O-Ton gebrauchen. Mal hören, wie hört er sich an. Ich blende mal kurz den Soundtrack aus. Ich komme wieder nach Miami. Normalgeschwindigkeit erstmal. Das war jetzt Slow Motion. Ja, okay. Ich dich weiterbringen. Ich komme wieder nach Miami. Könnte man unter Umständen gebrauchen. Ich lasse den Clip mal drin, dass wir natürlich gleich so ein bisschen beim Sounddesign vielleicht auch hier drauf zurückgreifen können. So, weiter geht's. Die dich weiterbringen. Ich komme wieder nach Miami. Miami ist Stadt der Veränderungen. So, sehr schön. Also, da habe ich gar nicht viel zu meckern. Und zur Sicherheit gehe ich jetzt beim Feinschnitt das Ganze noch ein zweites Mal durch. Um wirklich nochmal so die Feinheiten zu erfassen, habe ich das mit dem Beat richtig, ist das Tempo richtig? Das versuche ich das mal in einer durchgehenden Ansicht mir nochmal anzuschauen. Ja. Welcome Miami, welcome change. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbeigeht. Die Galerie. Sehr schön. Toll war das in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine internationale. So, hier könnte man noch mal kurz am Framing ein bisschen arbeiten, dass sie noch ein bisschen präsenter im Bild ist. Also, ich mache sie noch mal ein bisschen größer.
Ja, fasse ich hier an, so ein bisschen rein und schiebe sie so ein bisschen so auf eine gedachte rechte, senkrechte Linie. Ne? Also gemäß der Zweidrittelregel versuche ich sie jetzt auf der, im rechten Bereich zu, noch ein bisschen mehr zu platzieren. Also man denke sich zwei senkrechte und zwei waagerechte Linien, dass das Ganze so ein bisschen so nach den Regeln der Bildkomposition gestaltet ist. Alle Galerie. Es war interessant zwischen diesen Menschen. Na, auch bewusst der Sprung ein bisschen rein, weil hier ist ja so ein kleiner Schnitt und damit es nicht so als Jump Cut wahrgenommen wird, ein bewusster Sprung noch mal ein bisschen näher ins Bild. Es war interessant zwischen diesen Menschen zu sein, Künstler zu sprechen. Selbst auszustellen. Schön mit dem neuen Element. Mehr Dynamik im Bild, auf jeden Fall sehr gut. Mir, die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Und jetzt? Das möchte ich auch. Wusch, bei dem auch geht nochmal schnell die Speedramp. Leichter Zoom in, sehr schön. Das gefällt mir schon sehr gut, ja. Du musst es spüren, wo ist dein Chance? Hier muss auf jeden Fall noch so ein schönes Meergeräusch gleich rein. Ich komme wieder nach Miami. Okay, wunderbar. Klasse. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, vom Schnitt her passt jetzt soweit alles. Jetzt gibt es noch die Bereiche Color Grading, Sound Design und natürlich auch noch so die Texteinblendung hier ganz am Anfang. Gucken wir uns die nochmal an. Die hatten wir ja eben schon mal so grob im Grobschnitt auch schon mal reingesetzt. Da hatte ich mit Flader das zusammen ja so entwickelt, diese Schrift. Sieht so ein bisschen aus wie Miami Vice. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Ich überlege mal was. Und zwar, vielleicht kann man das noch trennen, dass am Anfang die Schrift noch nicht glüht. Dann sind wir jetzt wirklich bei Miami Vice, denn da war es immer so, dass die Schrift eingeblendet wurde und plötzlich glühte sie dann irgendwo. So, Welcome Miami. Das Glühen am Anfang mal weggelassen. Gucken wir mal, was passiert. Finde ich besser. Jetzt gucken wir mal das Glühen. Vielleicht muss es doch noch ein bisschen intensiver. Ich finde wohl. So, gucken wir mal, wie es jetzt wirkt. Ja, ich finde das besser. So, dann kopiere ich mal diesen Bereich und setze ihn nochmal dahin. Ja, komm mal runter hier, nach hier hin. So, Welcome Change war jetzt oben links. So, Welcome Miami. Dann machen wir mal Welcome Change nochmal raus. Ich mache das jetzt extra so, dann kann ich die Parameter nämlich so 1:1 habe ich sie dann übernommen. Ich weiß, ich könnte sie auch anders kopieren, aber ich war jetzt mal faul, ich habe das jetzt mal so gemacht und schon habe ich das Ganze Welcome Change. Mal gucken, passt es vom Tempo? Ein bisschen eher. Gucken vom Anfang an nochmal. Ja, so gefällt mir das gut. Also mit der Schrift bin ich eigentlich soweit zufrieden. Es beißt sich natürlich jetzt ein bisschen irgendwo, aber das ist halt Miami. Miami ist schrill, Miami ist grell und dieses Pink muss einfach sein. So fühlt das gut. Ja. Ja. Kommen wir mal zum Color Grading Bereich. Ich habe jetzt hier oben schon eine Latte draufgepackt im Grobschnitt. So sah es vorher aus. Und zum Beispiel auch bei den Palmen. So sieht das irgendwie noch ein bisschen filmischer aus. Jetzt schaue ich mal, was ich denn hier noch machen kann beim Color Grading. Also ich mache hier nur ganz rudimentäres Color Grading. Ich gehe jetzt nicht wirklich jetzt hier jeden Clip durch. Ich nutze einfach mal so Standardgeschichten hier. Ich packe erstmal einen neuen Adjustment Layer hier drüber. Adjustment Layer heißt ja, dass ich quasi mit einer Einstellung meinen gesamten Clip hier graden kann. Also ein neuer Layer hier drüber. Und um ein bisschen so mehr Filmlook zu bekommen, suche ich mal nach Filmkonvert, Nitrat. Da ist es. Zieh das hier rüber. Und hier habe ich einfach noch mehr die Möglichkeit, mir ein bisschen noch mal so einen Filmlook zu generieren. Und zwar, ich kann ja einstellen, das Ganze ist gefilmt worden auf einem Apple iPhone. Ich glaube, Flader hat das im Standardprofil natürlich gefilmt. Da springt er immer rüber. Also Apple iPhone Standard.
So, ich kann noch ein bisschen Filmgrain hier reinbringen und habe noch verschiedene andere Möglichkeiten, hier so ein bisschen an den Farblevel zu drehen, die Blacks ein bisschen mehr. Das sind jetzt so Details, aber das sind so Erfahrungswerte, die bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert haben. Und ja, und das sind so die Einstellungen für dieses Film-Convert-Nitrat. Das sind so Basic-Einstellungen. Das ist also eine LUT, ein LUT-Paket, ein Plugin, was ich hier in Final Cut installieren kann oder in DaVinci Resolve. Und natürlich will ich das jetzt nicht mit der Stärke von 100% haben, sondern vielleicht nur mit einer Stärke von so 23, irgendwas Prozent. Mal gucken, wie wirkt es denn hier bei dem Auto. Ohne mit, ja, so ein bisschen mehr kann man da schon nehmen. Ein bisschen viel, vielleicht doch. Mal gucken. Sieht so ein bisschen filmischer aus, ne? Also gerade mit dem Feuerwehrauto, mit dem Rot, das sieht so ein bisschen satter aus. Wenn ich zu viel mache, wird es zu dunkel, aber ja. Mal gucken, wie das bei den anderen Clips so wirkt. Im Zweifel kann das dann ruhig ein bisschen stärker sein. Mal gucken. Ich kann es natürlich für jeden einzelnen Clip anpassen, aber ich versuche jetzt mal gerade so einen eleganten Mittelweg zu bekommen. Ja, irgendwie so in diesem Bereich. Ohne mit. Ich schalte jetzt mal alles aus, die LUT aus und diesen Look aus. Das war mein Ursprungs. Material sieht halt nach Handyvideo aus. Klar, schrille, bunte Farben, aber es sieht irgendwie nicht so wertig aus, als wenn ich jetzt diesen Bereich hier drüber haue, so sieht es ein bisschen mehr nach Film aus. Was ich jetzt zusätzlich noch machen kann, ich kann jetzt noch einen Layer nehmen, wo ich mal so rudimentäre Farbkorrekturen nochmal mache. Also meistens habe ich auch tatsächlich immer so drei Layer darüber. Und bei diesem dritten Layer kann ich jetzt nochmal eigentlich an den Farbrädchen nochmal ein bisschen drehen. Wobei, wie gesagt, wir haben mit Tag- und Nachtaufnahmen, im Zweifel muss ich jetzt in den Clip nochmal reingehen, wie hier. Würde dann jetzt hier zum Beispiel auf die Farbräder gehen oder auf die Farbkurven und hier nochmal ganz gezielt kleine Änderungen machen. Ne? Kann ich also noch entsprechend hier im Color Grading so ein bisschen was anpassen. Ne? Farbkurven. Eine schöne S-Kurve machen. Aber das sind so ganz generelle Basics im Bereich Color Grading. So, das Bild ist noch ein bisschen schief, sehe ich gerade mit dem Polizeiauto. Sollte man da auch nochmal gerade machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald die Kamera schief gehalten wird, fällt mir das immer sehr störend auf. Das heißt, ich versuche dann wirklich immer in der Bearbeitung das ganze Bild wieder ein bisschen gerade zu ziehen. Oder ich halte wirklich die Kamera bewusst schief, wie bei der Anfangssequenz. Ne? So, jetzt gehe ich nochmal, genau, der oberste Layer hat jetzt noch keine Funktion. Da gehe ich jetzt nochmal in die Farbe rein, Farbkurve und ziehe generell nochmal so ein bisschen das nach unten, um einfach das Ganze so ein bisschen satter zu kriegen. So, machen wir so eine schöne S-Kurve hier. So. Vorher, nachher. Ne? Sieht irgendwie noch so ein bisschen heftiger aus. So, jetzt mal einmal alle drei Layer aus, nur um zu gucken, damit du siehst, was ich hier gemacht habe. Der aus und der aus. So, jetzt alles wieder an. Und jetzt rendert er gerade das Ganze, er rechnet das um. Du siehst hier oben diese Pünktchen, die hier verschwinden. Das ist quasi die Rendergeschwindigkeit, in der er jetzt quasi das Ganze für mein ganzes Video jetzt hier rendert. Das geht sehr schnell, weil ich habe einen Mac Pro, der ist schnell in Vollausstattung. Der sollte doch ordentlich Power haben. Wobei, wenn ich jetzt die neuesten MacBooks schon wieder sehe, die sind natürlich auch schon wieder von der Geschwindigkeit, können die durchaus mithalten mit Mac Pros, zumindest in der Grundausstattung. Also da ist die Entwicklung ja immer sehr schnell. So, schauen wir uns mal an. Wie sieht das denn aus? Ich gucke mir jetzt ganz gezielt mal jetzt jeden Clip an, ob der farblich jetzt so okay ist oder ob ich jetzt farblich die einzelnen Clips nochmal bearbeite. Also Color Grading, der Feintuning-Prozess. Ich lasse ihn mal durchlaufen. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Sieht so schön nach Sonnenschein aus. Das auch. Ja gut, hier ist die Kamera natürlich wieder ein bisschen schräg, aber hier ist sie gerade und hier kippt sie so nach unten, aber das liegt einfach daran, dass sie ja, während des Films so um die Kamera ein bisschen kippt, aber es ist nicht schlimm, es ist okay.
der Wagen hier, weil das ein Gegenlichtshot ist, da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen, wenn ich hier mit der Belichtung nochmal spiele. Da gehe ich nochmal in die Farbkurven und mache hier nochmal das Ganze ein bisschen intensiver hier mit der S-Kurve. Ne? Das sieht ein bisschen satter aus. Also vorher, nachher so ein bisschen. Und hier auch so ein bisschen nochmal das Ganze ein bisschen kontrastreicher. Sehr schöner Feuerwehrwagen. Welcome Miami, welcome Change. Sehr schön. Das ist jetzt schon sehr dunkel. Ja, ich würde sagen, bei diesem hier würde ich jetzt tatsächlich das mal ein bisschen rausnehmen wieder. Da hatte ich vorher schon ein bisschen korrigiert, deswegen, das war jetzt too much. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht ver... Moment, hier unten, das war der Zebrastreifen oder irgendwie was. Und ich dachte, das wäre der Frame nicht ganz drin, aber dieser weiße Strich irritiert mich so ein bisschen. Gucken, ob ich noch ein bisschen was verschieben kann. Irgendwie irritiert mich diese Linie. Ach, das war, lag daran, dass ich das, weil das schief war, schon mal gerade gezogen habe. Jetzt kann ich noch ein bisschen weiter reinzoomen. So. Nur so kleine Details. Aber das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. So. Dass dein Chance nicht vorbeigeht. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Auch hier vielleicht wieder etwas too much. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier würde ich tatsächlich dieses letzte rausnehmen. Das war zu krass. Ich glaube, da würde ich dann oben hier einen Schnitt machen und hier noch einen Schnitt und dann diesen Bereich rausnehmen. Toll war das, in diese Galerie auszustellen. Ja, besser. Das ist ein... War der Schnitt richtig? Ja, da wird es noch mal eben ein bisschen dunkler. Ich glaube, da muss ich halt mal gucken. Das, so, ist besser. Das ist eine internationale Galerie. Besser. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu... Stopp, da war auch ein Sprung drin, ne? Es war interessant. Ah gut, das war der Sprung, wo ich ein bisschen reinzoome. Ich glaube, da mich das gerade irritiert hat, würde ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen stärker reinzoomen. Sonst sieht es aus wie... Oder reinkroppen. Sonst sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt, glaube ich. Schauen wir mal hier. Ganze normal. Nationale Galerie. Es war interessant, ne? Zwischen... Das sieht so ein bisschen bewusster nach einem Zoom-In-Out. In diesen Menschen zu sein. Da ist es mir auch wieder ein bisschen dunkel, muss ich jetzt sagen. Künstler zu sprechen. Obwohl, ne? Mal gucken, wie sieht es wieder ohne das hier aus? Ja, obwohl hat schon was. Das ist jetzt reine Geschmackssache, ne? Ich finde es gut, weil dadurch die Farben an der Wand noch mal kräftiger hervorkommen. Die Personen sind jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen zu intensiv, aber ne, ich glaube, das gefällt mir sogar gut. Doch, ich lasse es, das gefällt mir gut. Aber wie gesagt, Geschmackssache, ne? Also kann jeder jetzt anders wieder sehen, aber mir gefällt das. Künstler zu sprechen, selbst auszustellen, andere Menschen zu sprechen, das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Und hier ist es jetzt aber wieder zu dunkel, finde ich. Ja, ich glaube tatsächlich, nein, es gefällt mir doch nicht. Du siehst, das ist ein rein subjektiver Prozess, das ganze Grading hier, weil es gibt kein gut, richtig oder falsch. Das ist einfach so eine intuitive Geschichte. Ne? Ich glaube, so gefällt mir das besser. Das möchte ich auch. Weil das ist wirklich immer ein bisschen schwierig auszumachen. Was ist jetzt wirklich das perfekte Grading? Und man hat natürlich entsprechende Vorlagen oder man hat irgendwo was gesehen und sagt, das ist toll, und dann im nächsten Moment gefällt es einem dann doch wieder nicht. Also das ist einfach wirklich eine ganz individuelle Geschichte. Ich habe mich jetzt jedenfalls entschlossen, für die Innenaufnahmen in der Galerie den letzten Grading-Schritt herauszunehmen. Das war too much und dann bin ich wieder fein damit. Das möchte ich auch. Ja, das sind so die Prozesse, die in mir vorgehen, wenn ich jetzt hier das rudimentäre Color Grading mache. Du musst es spüren, wo ist dein Chance
Wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen? Ich komme wieder nach Berlin. Man hört schon ein bisschen Janis Sounddesign. Also der Sound vom Originalclip. So, das gefällt mir sehr gut. Damit würde ich sagen, bin ich mit dem Color Grading durch. So, und jetzt kommen wir zum auch wichtigen Thema Sounddesign. Und beim Sounddesign geht es mir jetzt um Töne, die passend zu dem Material sind, was man im Video sieht, plus irgendwelche Übergangseffekte wie Wushes oder sonstige Soundeffekte. Fangen wir mal an. Wo würde ein Soundeffekt zu der Musik passen? Da noch nicht. Auch noch nicht. Ne, fangen wir erstmal ganz gemächlich an. Hupende Autos brauche ich jetzt noch nicht. Ne? Hier ist aber irgendwie, finde ich, hier muss man irgendwie was hören. So, und ich habe ein entsprechendes Programm. Meine ganzen Sounds, mit denen ich arbeite für das Sounddesign, hole ich mir in der Regel aus dem Programm Soundly. Soundly kann man für ein Monatsabo, kann man sich das Ganze dann eben abonnieren. Da hat eine Datei mit einer Fülle von Soundeffekten und Transition-Effekten und alles, was man so braucht. Das Schöne ist, ich kann mir einfach irgendeinen Sound hier raussuchen, zum Beispiel einen Whoosh-Sound, und kann dann einfach, wenn ich diesen Soundeffekt habe, erstmal verschiedene Versionen gibt es davon, kann ich einfach sagen, okay, den will ich haben, copy, paste, ich ziehe es in mein Projekt rüber und dann habe ich dann entsprechend da einen Effekt. Der passt natürlich jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte ja nur mal demonstrieren, wie einfach man das Ganze dann rüberziehen kann. So, ich gehe wieder zurück in Soundly und jetzt würde ich sagen, brauchen wir irgendwie was mit einem Autoeffekt. Was haben wir denn? Jede Menge. Muss natürlich was Passendes sein. Du siehst, ich habe hier eine Fülle von Autoeffekten. Und jetzt ist natürlich das Problem, das Passende zu finden, was irgendwie passt. Was habe ich denn hier? Pass-by, Engine Perspective. Ja, mal gucken, was haben wir für Effekte hier? Das war auf jeden Fall ein altes Auto. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier Autos nach Baujahr klassifiziert. Obwohl, so ein Hupen wäre vielleicht auch nicht schlecht für Miami. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das nehme ich doch schon mal mit und baue das mal ein. Man muss ja gar nicht das Auto sehen, was jetzt wirklich hupt. Man kann es ja einfach so als intuitives Soundgeräusch reinpacken, als Ambient Sound, um einfach das, was man sieht, nochmal das Bild zu erweitern. Schau mal hier. Ich würde das machen mit dem. Ja. So, jetzt ist natürlich das Spannende, entsprechend hier zu finden. Und hier kann man sich jetzt wirklich aus. So, beim Sounddesign kann man sich jetzt wirklich auslassen. Man kann Stunden damit verbringen, die passenden Sounds zu finden. Zum Beispiel auf jeden Fall brauche ich auch Whoosh-Sounds. Für über. Dieser gefällt mir schon mal gut. Das ist zum Beispiel so ein Whoosh-Sound, den ich nehme, um in die Galerie reinzugehen. Das heißt, ich fahre schon mal nach vorne mit diesem Whoosh-Sound und packe ihn an die Stelle, wo wir in die Galerie reintreten. Das war hier, genau. Da gab es doch dieses Speedramp irgendwo. Die Galerie. Na, natürlich nicht so laut, ein bisschen kleiner. Die Galerie. Na? Die Galerie. Unterstützt das Ganze. Die Galerie. Ja. Sehr schön. So, aber mal zurück zu dem Auto. Ich glaube, hier beiße ich mir noch die Zähne aus. Was war denn der O-Ton von diesem Auto? Gut. Warum nicht den? Machen wir es uns so einfach. Ich trenne das Audio hier ab, lasse das Audio langsam einfaden, ziehe es hier unten so ein bisschen über die zwei Clips lang, lasse es wieder ausfaden und dann hören wir es uns mal an. Ah, da ist natürlich so ein schönes Feuerwehrauto. Fire Truck. Ja, genau sowas suche ich. Was habe ich denn noch? Der erste war schon gut. Ich finde, das muss rein.
einfach ein bisschen stressiges Miami-Feeling zu vermitteln hier. Sagen wir mal weiter. Welcome, my- Was haben wir denn da noch? Sounddesign. Was haben wir denn noch? Ich suche mal nach Trailer. Da gibt es manchmal so Soundeffekte aus einem Trailer, die man auch noch ganz gut einbauen kann. Was habe ich denn noch für Soundeffekte einreden? Ne, das sind so. Ja, das gefällt mir jetzt ganz gut. Ich könnte natürlich jetzt mir jeden Soundeffekt, den ich suche, hier diese riesige Liste ewig anschauen, aber dann sitzen wir jetzt hier erstmal 2-3 Stunden wieder. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen rudimentär, aber einfach nur, um dir zu zeigen, was man mit Soundeffekt dann noch so ein bisschen herauskitzeln kann. Ne? Also Feintuning ist der Prozess, Sounddesign auf jeden Fall ein wesentlicher, und ich kann jetzt hier unten halt munter weitermachen und etliche Soundeffekte hier einfügen, die einfach mein Video vielleicht noch ein bisschen immersiver machen. Welcome Miami. Na? Ich finde das gut. Welcome Miami. Na? Welcome Miami. Ich finde das gut, ein bisschen leiser vielleicht. Welcome Miami, welcome change. Sein in dieser Stadt. Das Polizeiauto. Da war sie ja ganz von am Schwärmen, als sie hier war. So, gucken wir mal. Police Car oder Police Siren sehe ich hier. Hör uns das mal an. Okay. Okay, vielleicht zu krass. Ja. Du siehst, ich habe hier eine Fülle von Polizeisirenen. Ich glaube, die gefiel mir ganz gut. Obwohl ein bisschen nervig, ne? Ja, ich würde es, glaube ich, nur andeuten, sonst wird das, glaube ich, zu schrill. Gucken wir mal, irgendwas hat. Ja, ich schneide doch einfach mal was raus. So, nehmen wir den mal mit. Und zwar packen wir das hier unten hin. Ich lasse es leicht einfaden und direkt wieder ausfaden. Und dann gucken wir mal. Das ist dein Chance. Nee, ich würde das Auto vorher. Man muss schnell sein. Warte. Man muss schnell sein in dieser Stadt. Das ist dein Chance. Ganz schön nervig. Meine Idee ist jetzt, das Geräusch der Sirene vorher einzublenden, bevor man das Polizeiauto sieht, um dann schon mal so eine Hinleitung zu bekommen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Man muss schnell sein in diese Stadt. Nee, das ist zu lang. Erst man muss schnell sein und dann fängt es an. Schnell sein in diese Stadt. Das ist dein Chance. Und dann auch schnell wieder ausblenden. Das ist sehr nervig. Nicht. So, wie klingt es jetzt? Man muss schnell sein in diese Stadt. Das ist dein Chance. Nicht vorbeigehen. Ah, super, fast ein bisschen länger. Schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbei. Noch einen kleinen Tacken länger und ein bisschen schneller ausblenden lassen. Muss schnell sein in dieser Stadt, dass dein Chance nicht vorbeigeht. Ja, ne? Kleinen Tacken noch und dann habe ich's. So. Dass dein Chance nicht vorbeigeht. Sehr schön. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Die Frage ist jetzt, möchte man jetzt noch einen Soundteppich haben mit sprechenden, nuschelnden Menschen irgendwo im Hintergrund? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. People talking. Mal gucken. Eine große Halle. Museum. Ich habe also Crowd, Walla, Museum, People Talking, Call Me. Eigentlich gut. Ich nehme mal hier so einen Soundteppich mit runter. Und die Idee ist jetzt, in dem Moment, wenn sie hier reingeht, mit dem Wusch fängt die Gruppe an zu sprechen.
Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine. Man hört ganz leicht einen Soundteppich von sprechenden Menschen. Es war interessant zwischen diesen Aber auch nur, wenn sie eingeblendet werden. Danach blende ich das wieder aus. Ich lasse es nur für den ersten Teil. Nachher, wenn ich sie wieder einblende, die Menschengruppe, lasse ich das weg. Nur als Andeutung, dass da halt ein Gewusel ist von interessierten Museumsbesuchern. Nochmal. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Künstler zu sprechen. Und hier blende ich jetzt die sprechenden Menschen nicht mehr ein, weil ich habe es ja am Anfang ja angedeutet und hier möchte ich jetzt Vladas Stimme mehr präsent im Vordergrund lassen. Deswegen lasse ich jetzt hier die Crowd als Untersoundeffekt einfach weg. Stellen, andere Menschen zu sprechen, das gefällt mir. Die Visionen zu haben, die im Leben verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Hier wäre jetzt wieder so ein Wusch-Effekt angebracht, ne? Auch. Wusch. Suchen wir mal eben den Wusch-Effekt hier raus. Einen knackigen Wusch. Der gefällt mir. Den schnappe ich mir, ziehe ihn hier hin, positioniere ich und ein bisschen leiser. Na? Stich auf. Stich auf. Ja. Spüren. So, du musst es spüren. Jetzt sind wir am Strand. Was gibt es am Strand? Es gibt natürlich erstmal Wind, es gibt Meer. Ich suche mal nach Beach Sounds. Was habe ich denn hier so? Ich habe sogar den Strand unterteilt hier in Soundly nach Norwegen oder USA, Florida. Da sind wir doch. Seaside Beach. Florida, da sind wir doch schon gar nicht so ganz falsch hier, ne? Obwohl, sprechende Menschen brauche ich jetzt nicht. Nein, keine Menschen. Wir wollen das Ganze auf Wind, Meergeräusche beschränken. Das finde ich gut. So, ich schnapp mal wieder einen Teil. Nehme ihn jetzt, ziehe ihn hier hin. Und ziehe ein bisschen nach oben, damit ich ihn besser hier greifen kann. So, switch den nicht runter. So, also es geht hier quasi los bei dem, ne, bei der Transition von Leinwand zu Strand. Und zwar fange ich hier auch wieder vorher an. Ich fange jetzt mit dem Geräusch schon ein bisschen eher an. Das heißt, man hört erst den Sound und dann geht es zum Strand. Du musst es spüren. Wo ist dein Chance? Bisschen leiser, ja, nicht zu laut. Du musst es spüren, wo ist dein Chance, wo sind deine Veränderungen, so gefällt mir das. Ich komme wieder nach Miami. Bisschen zu laut sogar noch, machen wir mal ein bisschen auf minus 7. Miami ist Stadt der Veränderungen. So, wo sie sagt, Stadt der Veränderungen, werde ich jetzt den Sound einfach ein bisschen lauter machen bis zum Schluss. Das heißt, ich ziehe den Sound ein bisschen hoch auf minus 3. Gucken wir mal, was im Soundteppich drin ist. Ein bisschen langsamer. Ich ziehe jetzt hier den Punkt ein bisschen zur Seite. Das heißt, die Dauer der Tonanhebung verlängert sich so ein bisschen. Ne? Also wenn ich jetzt hier nach ganz hinten ziehe, nach ganz links, das heißt, da würde jeder Sound schon langsam lauter werden. Ich dich weiterbringen. Hier ist man auch schon zu laut. Miami. Mach das so. Stark der Veränderungen. Schön. Klasse. Schön, ich lasse es bis hier hinten laufen, dass man zum Schluss wirklich nur den schwarzen Bildschirm sieht und noch so entsprechende Soundgeräusche. Und ich lasse es dann langsam ausfaden. Nochmal so zum Nachhören. Schön, man hört noch so eine Welle in der Brandung hier. So, jetzt mache ich hier Schluss. Ja, jetzt würden 99% der Leute sagen, wir sind fertig. Ich könnte mich jetzt noch weiter verlieren und noch so kleine Sounddetails machen. Und noch kleine Wusches
Aber ganz ehrlich, wir sind fertig. Man muss nämlich auch irgendwann mal erkennen, wenn ein Projekt fertig ist, dass man sagt, hey, das ist es. Sonst könnte ich jetzt sagen, okay, komm, ich mache noch mal ein, zwei Stunden hier weiter. Und man muss ja auch ein bisschen produktiv denken. Je nachdem, ich meine, wenn es natürlich das einzige Projekt ist, wo du jetzt all dein Herzblut reinsteckst, aber wenn du zum Beispiel Geld verdienst als Filmemacher und das wäre jetzt eine Auftragsarbeit, dann musst du natürlich irgendwann den Moment erkennen, dass du sagst, es ist fertig, das kostet ja auch alles Geld, Zeit ist Geld. Und tatsächlich würde ich jetzt sagen, ich bin fertig. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Projekt. Das ist schön geschnitten, schön knackig, nicht zu lang. Ist auch mal ganz wichtig, dass das Video nicht zu lang ist, weil sonst wird es langweilig. Lieber kurz und knackig. Dieses Filmchen hat jetzt hier exakt 1 Minute 49 mit der ausgeblendeten Sequenz. Völlig in Ordnung. Länger würde ich es auf keinen Fall machen. Und damit, denke ich mal, wird Flada sehr zufrieden sein. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie damit sehr erfolgreich wieder ist. Und das ist jetzt alles ihr Material, was sie gefilmt hat in Miami. Und ich habe jetzt den Schnitt gemacht, zum Teil mit ihr, jetzt den Feinschnitt alleine. Und das fertige Ergebnis zeige ich dir jetzt im Anhang dieses Feinschnittvideos. Und dann kannst du hoffentlich so ein bisschen für dich da einiges mitnehmen, dass du bei deinen nächsten Videoprojekten auch von Grobschnitt zu Feinschnitt einfach besser kommst. Und wie du siehst, es ist ganz viel mit Ausprobieren. Es ist nicht wirklich alles richtig oder alles falsch. Es gibt immer so die Grauzone. Du musst selber für dich dann letztlich entscheiden, was ist das Richtige, wie sieht es am optimalsten aus, wie wirkt es am besten. Aber ich hoffe, dass ich dir mit diesem Videotutorial auf jeden Fall helfen konnte, dass dein Schnittprozess demnächst deutlich effektiver und besser wird. Welcome Miami, welcome change. Man muss schnell sein in dieser Stadt, dass deine Chance nicht vorbeigeht. Die Galerie Azur. Toll war das, in dieser Galerie auszustellen. Das ist eine internationale Galerie. Es war interessant, zwischen diesen Menschen zu sein. Künstler zu sprechen, selbst auszustellen, andere Menschen zu sprechen. Das gefällt mir, die Visionen zu haben, die ihn lieben, verwirklichen sich. Das möchte ich auch. Du musst es spüren, wo ist dein Chance, wo sind deine Veränderungen, die dich weiterbringen. Ich komme wieder nach Miami. Miami ist Stadt der Veränderungen.